Showtime. Hallöchen, die YouTube-Freunde und hallöchen alle Leute im Livestream. Wir wollen heute wieder ein bisschen Abenteuer erleben und sehen. Und ja, also ich bin ja, komme weit rum. Ich sehe und höre viele Dinge. Und so ist es. Es gibt wirklich in diesem WoW-Universum so viel zu erleben, so viel zu sehen. Immer wenn du denkst, dich beeindruckt nichts mehr oder so, dann denkst du, dann kommt wieder was, wo du denkst, wow, wow. Mir ist es zum Beispiel so gegangen. Und zwar, wir müssen mal sehen, dass wir haben sehr viele Baustellen. Wir können uns jedes Mal überlegen, welche Baustelle wollen wir weitermachen, weil Baustellen haben wir erstmal ohne Ende, sehr viele Baustellen. Und wir haben noch viele Baustellen gar nicht angefangen. Also wir haben viele Baustellen und wir könnten noch mehr Baustellen haben. Wir könnten so viele Baustellen haben, dass wir vor lauter Baustellen nicht mehr wissen, welche Baustelle ist welche Baustelle. Also man kommt ohne Links und ohne Ordner, wo man die Links drin hat, mit einem strukturierten System würde ich gar nicht mehr klarkommen, weil ich so viele Baustellen habe, so viele Dinge. Schon alleine, wie gesagt, Haustiere, dann Kochen, dann Farmen, dann Questen, dann Abenteuer, dann außergewöhnliche Dinge, die man erleben will, außergewöhnliche Dinge, die man sehen will, außergewöhnliche Dinge, die man machen will. Das sind alles extra Rubriken und das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Ihr seht schon, also ohne Rubriken, ohne Pläne verlierst du komplett den Überblick. Ja? Schon alleine, wenn es darum geht, Dinge zu sehen. Also Dinge zu sehen, also das ist schon ein Level für sich. Oder deinen Charakter, jetzt kommt es zu dem, warum ich das eigentlich sage, deinen Charakter überhaupt zu kennen. Ja, was ich zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm hatte und vielleicht mal gehört, aber nie realisiert habe, dass jede Klasse, also Magier, Krieger, Schurke, Jäger, je nachdem, also jede Klasse, hat eine eigene Heldenhalle, die man sich aber erstmal freischalten muss. Wir waren schon, als ich bin ja mit Hypnotiker, spielen wir ja meine Geschichte, wir waren schon in dieser Heldenhalle, wussten aber nicht zu dem Zeitpunkt, dass es diese Halle nur der Anfang ist von einem Riesen noch viel mehr. Das heißt, diese Halle, wo wir schon mal drin waren, das ist dieser Wächterrat, wie ich ihn immer nenne, das ist praktisch mein Klassenrat. Das hat aber jede Klasse. Jede Klasse, die jeder spielt, hat seinen eigenen Rat. Also dieser sogenannte, wo du praktisch deine Fähigkeiten und Missionen nochmal extra hast, nur für diese Klasse. Um in diese Halle reinzukommen, musst du aber erstmal das Vorgeplänkel fertig haben, die Vorquest, um dann in die Haupthalle zu kommen, um dann diese ganzen Missionen und die ganzen Boni und die ganzen Upgrades zu bekommen. Das ist praktisch wie eine Garnison für deine Klasse. Bin ich vor kurzem erst drüber gestolpert und ich dachte, WTF, ich muss euch das erstmal, ich zeige euch das mal damit. Und das gibt es für jede Klasse, die man spielt. Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel einen Schurken spielst, einen Krieger spielst, irgendwas spielst von diesen verschiedensten Klassen, was es alles so gibt, ein Paladin, ein Druide, und bla, jeder hat seine eigene Heldenhalle, sein eigenes Dings, wo er sich mit aufbaut. In der Garnison ist man ja alleine für sich. Ja? Und in dieser Heldenhalle für seine Klasse spielt man mit allen zusammen. Also alle, die dieser Klasse zugehörig sind, also Magier oder alle Druiden oder alle Krieger, können sich dort treffen in dieser Halle und machen dort diese Dinge. Also ich zeige euch das mal, damit ihr eine Vorstellung bekommt. Und das habe ich vor kurzem erst so mitbekommen. Das wurde eingeführt mit Legionen, mit den Add-on-Legionen. Also es gibt schon also eine ganze Weile. Ja, also wie gesagt, ich bin da nicht drüber, weil ich habe ja viel Pause gemacht. Zwischendurch habe ich ja praktisch WoW nicht gespielt. Daher weiß ich viele Dinge vom WoW gar nicht und stolpe aber über alle Dinge, weil ich halt kochen, Haustiere mache und gucke, was kann ich an Entertainment machen und aufnehmen für die Leute und auch meine Geschichte und viel. Ich komme halt weit rum mit dem Wissensstand und dadurch erfahre ich viele Dinge und kriege von vielen Dingen was mit. Ja, die ich dann irgendwie aufschnappe durch sowas. Ich muss euch das mal zeigen, wo waren das jetzt? Also kann euch nur einen Ausschnitt zeigen, wir werden uns das schon irgendwie dann reinfuchsen. Ich bin da durch Zufall drauf gestoßen, fragt mich jetzt nicht mehr wie, aber bin da durch Zufall, ich glaube durch ein Haustier oder so bin ich drauf gestoßen oder so.
Zeig mal her. Ich werde euch, die meisten werden es wahrscheinlich wissen, die schon länger jetzt WoW spielen und nicht so eine großen Pausen hatten wie ich, aber wie gesagt, ich wusste es nicht und weiß es aber dafür jetzt und wir müssen uns damit beschäftigen. Moment, ich muss mal gucken, wo das ist. Wo das steht mit den... Moment, wo ist denn das? Haustierkämpfe zumachen. Da Missionen finden und suchen. Da habe ich das mit reingeschoben. Zeig mal her. Da haben wir schon so viele Missionen und so viele Sachen und glaubt ihr ja nicht. Ich kann euch gleich sagen, wie das richtig heißt. Die Ordenshalle. Also jede Klasse hat ihre eigene Ordenshalle, ja. Ich kicke mal gerade, ob ich euch ein paar Bilder zeigen kann, wie sowas aussieht. Pass mal auf, wir machen mal den Dingsbrowser nochmal an. Damit ihr mal eine ungefähre Form, wie gigantisch das ist. Das ist völlig abgefahren. Ja, ich klick mal so durch, ob man hier was sehen kann. Also die Ordenshalle hat jede Klasse. Moment, warte mal, kriegen wir noch die anderen Links, die Ordenshalle. Aber noch ein Link. Ja, dort kriegt man auch, wie gesagt, Sachen für seinen Charakter. Die du nur dort bekommst, die bekommst du nur dort. Mit deiner Klasse sozusagen. Finde ich jetzt kein vernünftig. Du betrittst praktisch eine andere Welt. Ja doch, hier ist das in dem Video. Pass mal auf, du betrittst praktisch eine andere Welt. Das ist völlig abgefahren. Und da würde ich noch schön, da würde ich schon gerne dabei sein wollen. Also. Oh. Hallo und herzlich willkommen, Freunde. Ich bin's wieder, euer Chat. Ja. Also, ich zeige euch mal nur ein paar Bilder, dass ihr ein paar Bilder sehen könnt. Hier. Also, damit ihr mal sehen könnt, hier, so sieht diese Ordnung, da wo wir schon mal drinnen waren, kommst dann hier so runter. Hier, das ist der Anfang, wo wir ja auch reingekommen sind, wo dieser Rat ist in Dalaran, ne? Wo du durchgehst, also bist ja dann, du kommst nur speziell, du kannst dich dorthin beamen oder am Anfang kommst du erstmal rein und kriegst dann die Fähigkeit, dorthin zu teleportieren, in dein eigenes Ding sozusagen. Und dann, wenn du dann, so wie er hier, bei uns ist es ja noch alles kaputt. Ich zeig euch das mal. Also hier geht er hier die Treppe runter. Ich zeig euch das nur, damit man sehen kann, bei mir ist es ja noch nicht. Und dann hast du hier unten so eine Riesenhalle. Guckt euch das mal an hier. Und hier kannst du dann die Mission machen. Du kannst dann hier die Mission machen. Und hast hier lauter, anscheinend lauter Sachen und so, ja. Und baust die aus. Also du baust deine Dings da aus. Ihr seht schon, ne? Guck mal hier. So was habe ich alle. Ja, ich dachte, ich wusste ja nicht, dass es das alle gibt. Ja, wir können aber, ich zeig euch mal. Wir gehen mal kurz mal dahin. Also da müssen wir sehen, dass wir das mal freischalten, dass ich das auch privat außerhalb des Streams benutzen kann, außerhalb der Aufnahme. Ich meine, da kann ich mich noch verbessern. Da kriege ich also Fähigkeiten. Ne? Also da kriege ich halt lauter Fähigkeiten, irgendwelche Runen und alles Mögliche für die Lumpe. Und auch eine Waffe kriege ich da anscheinend. Eine Artefaktwaffe oder sowas. Also zumindest der Magier kriegt was anderes. Aber man kriegt dort auch Waffen und Artefakte und keine Ahnung, weil für die Lumpe alles, was zu deiner Klasse gehört. Das ist also ein wichtiger Bestandteil, den man nicht außer Acht lassen sollte. Ich zeig euch mal, was ich meine. Wir waren da schon mal gewesen. Ich wusste ja nicht, dass da mehr ist. Ich dachte, das ist einfach nur eine Halle, wo zwei Questgeber sind und die schicken dann uns irgendwo hin, irgendwelche Quests zu machen und das war dann gewesen. Aber nee, ganz im Gegenteil. Warte mal, ich muss gucken. Mensch, haben die schon wieder gekauft? Ich muss das immer nachschneidern. Das gibt's doch nicht. Ich schneide ja nur auf Anfrage. Ich muss ein Hemd schneiden. Moment.
So. Hemdchen geschneidert. Hemdchen, hast du die Dings gesehen? Gib sie wieder her. Und wir müssen das hier machen. Ihr seht schon, der Händler in Ogrimada, komm doch mal vorbei. Wir möchten dir was geben. Ich habe das schon mal im Discord gepostet. Für die YouTube-Leute. Es ist jetzt eine neue, gibt jetzt eine neue Händler-Dings in OG und in Sturmwind, wo man Dinge bekommt. Das kicken wir uns jetzt gleich mal an. Und schauen wir mal, was wir da so abgreifen können. Ne? Ja, aber natürlich. Wir greifen mal ab. Wir greifen, wie Gryffindor, greifen wir praktisch alles ab. Also, pass auf. Machen wir erstmal Dalaran schnell. Und zeig euch, was ich meine, wovon ich gerade einen kleinen Vortrag gehalten habe. Ne, warte mal. Ich glaube, das ist. Was mache ich denn da? Das ist schon mal Quatsch. Wir müssen da, Halle des Wächters, das ist praktisch die Halle für Magier, ja, das ist eine Halle für Magier und so hat praktisch jeder seine Halle, also Halle der Krieger, Halle der Schurken, Halle der Paladine, Halle der Heiler, Halle der Priester, hatte ich schon, Halle der Druiden, Halle der irgendwas. Also jeder hat seine eigene Halle und hat, fängt mit seinen Kinderquests an und dann kommst du aber erst darin. Ich zeige euch jetzt, was ich meine. Pass auf. Ich wusste ja nicht, dass es das gibt. Ich dachte, diese komische Halle, da machst du ein paar Quests und das war denn gewesen. Und mehr ist da nicht. Nee, ganz im Gegenteil. Ich wusste ja nicht, dass wir werden das sehen können. Pass auf, was da vorher nicht. Ich dachte, das ist einfach so eine Müllhalde da. Aber nee, so hier waren wir ja schon mal gewesen, falls ihr euch daran erinnern könnt. Und dann haben wir uns doch gedacht, hier, ne, ist halt eine Müllhalde, ist halt ein bisschen kaputt und so, alles ein bisschen, ja, kann man halt nichts sehen, ist halt so. Nee, eben nicht. Das ist halt zu, das muss man sich freischalten. Verstehst du? Und da jetzt runter wo, in diese Halle, wo die ganzen Aufgaben stehen, wo die ganzen Artefakte oder deine ganzen Boni und was du nicht alles bekommen kannst, das ist da unten, da kommt man rein. Das ist nicht nur so einfach jetzt so gemacht, so nach dem Motto, ja, ist halt so. Nee, nee, ist nicht so. Das muss man sich erstmal freischalten hier. Das wusste ich gar nicht. Das heißt, diese ganzen, Dinger, wo zu ist, ja, das muss man sich freischalten mit seiner Klasse. Du fängst ja irgendwo in Dalaran, kommst ja an, wahrscheinlich verehrte Inseln Dalaran, und dann sagt er schon zu dir, komm mal zu uns in deine Halle. Und dann musst du hier die Dinge erstmal freischalten. Also jede Klasse hat ihre eigene Halle. Ja? Und dann kannst du hier so Artefakte und so eine Lumpe hier sammeln. Diese Sachen sammelst du für deine Halle. Und wie ihr sehen könnt, ist überall alle zu hier. Ne? Hier ist überall alle zu alle, und das schaltest du frei. Wir waren ja hier schon mal gewesen. Ich dachte, hier ist ja nicht mehr. Ich dachte einfach nur, ja, und hier oben, guck dir dann die Rümpel hier an. Das kommt mit der Zeit wahrscheinlich alles weg und sieht dann anständig aus. Und hier auch wahrscheinlich, hier ist auch ein Durchgang, siehst du? Ist aber zu. Und da ist auch ein Durchgang, aber zu. Kick mal, da wollen wir rein, oder? Da wollen wir da rein. Kick doch mal da rein, da. Krasser Scheiß, oder? Da wollen wir rein. Ja, und das ist also nicht nur die beiden Typen hier, die uns hier ein bisschen rumquesten und das war gewesen. Nee, das ist nur die Spitze vom Eisberg. Das dachte ich natürlich nicht. Und so kommt dann auch jeder hier wieder raus, weil jede Klasse hat auch ihr eigenes Portal, um hier wieder rauszubekommen oder um da hinzukommen. Ja, das wollte ich unbedingt mal auf Video haben, dass alle wissen, also für die gerade erst anfangen oder so, die wissen vielleicht ja nicht, dass es sowas gibt. Ja, für Leute, die da schön natürlich durchgehend WoW spielen oder seit Lichtking durchgehend spielen, oder Legion komplett, oder ja, Legion. Also das gibt es seit Legion. Und die seit Legion durchgehend spielen oder so, die haben das natürlich alle durchgespielt hier. Aber viele, so wie ich, wissen das halt nicht. Und für die, die es nicht wissen, bringe ich das, sage ich das mal. Ne, wir waren hier schon mal und ich dachte, mehr gibt es ja nicht. Dabei ist, wie gesagt, das ist nur die Spitze vom Eisberg mit den Vögeln hier. Ja, ne, ich habe mich ja damals von dem verabschiedet, habe gesagt, ich komme irgendwann mal wieder, weil ich dachte, gut, das ist jetzt nicht so wichtig, denen ihre Quest da zu machen. Aber anscheinend ist es wohl doch wichtig, damit wir da überall rinkommen. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, es ist einfach nur so eine alte Bibliothek, wo so ein paar Questgeber rumstehen.
Und die sind jetzt erstmal für unsere Geschichte nicht so wichtig, aber nee, sie sind jetzt, jetzt sind sie auf einmal sehr wichtig geworden. Ja, also für um Gottes Willen und süßer Honig, seht mal zu, wie ihr in eure Klassenhalle kommt. Ne? Ja, also um Gottes Willen ist ja, glaube ich, ein Hexenmeister und süßer Honig ist ein Jäger. Ihr habt auch so eine Halle. Ihr habt nicht die gleiche. Ihr habt eine, und jede Klasse hat ihre eigene Halle und ihre eigenen Orte, wo sie denn hinjoinen. Dann joinst du hin zu diesem Ort. Ja, um da hinzukommen. Also richtig krass. Da gibt es so Videos, muss mal gucken, über deine Heldenhalle oder deine, wie nennt es sich? Deine Klassenhalle halt, deine Klassenhalle. Ja, das ist eine gute Frage. Muss einfach mal eingeben bei Google. Pass auf. Klassenhalle. Du gibst bei Google ein, zum Beispiel Jäger Klassenhalle oder Hexenmeister Klassenhalle. Und dann wirst du bei Google schon die Seiten finden, die dich zu deiner Klassenhalle hinbringen, wie man da hinkommt. Ja. Das musst du einnehmen. Also praktisch Klassenhalle Hexenmeister oder Klassenhalle Druide, Klassenhalle Krieger, Klassenhalle Paladin. Und dann kommst du zu deiner Klassenhalle sozusagen. Jeder hat eine eigene Klasse und sieht doch bei jedem anders aus. Geil, oder? Das ist natürlich für uns sehr geil. Daran siehst du schon mal, du wirst niemals mit WoW fertig werden. Wenn du für alle Klassen, die es gibt, und es gibt ja eine Menge, Paladin, alles Mögliche, wenn du für alle Klassen alle Heldenhallen gesehen haben willst, hast du ja schon zu tun. Ich sag ja, WoW hat einfach kein Ende. Ja, und dann, guck dir an hier. So, und wer weiß, was in den anderen Hallen, wie die aussehen. Meine Halle für Magier sieht so erstmal aus, ohne dass wir irgendwo erstmal rinkommen. Krass, scheiße, oder? So, das müssen wir auf jeden Fall mal angehen, dass wir hier mal ein paar Quests erledigen, dass wir hier mal ein bisschen weiterkommen in der Halle hier, dass wir was sehen können. Krass, oder? Ist mir vor kurzem, ist hier also doch mehr zu tun, als man dachte. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Also hier passiert noch einiges. Also hier wird einiges wohl passieren. Das ist nicht nur irgend so ein Gemäuer mit zwei Questgeber. Die haben sich also mehr dabei gedacht. Also mehr als wir dachten auf jeden Fall. Ja, also haben wir da auch wieder eine wunderschöne Baustelle mit wunderschönen Sachen, die wir sehen können. Sehr schön. Wir gehen jetzt aber erstmal weiter. Und zwar gehen wir mal jetzt nach OG und machen das da mal fertig. Das halt, und dann zeige ich euch das mal, was ich meine mit dem neuen Händlerpunkt. Bipidi, bip, 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 bip. Geht der jetzt? Wer geht jetzt? Ja, der geht schon die ganze Zeit. Habe ich doch im Discord geschrieben. Warte mal, ich will jetzt mal gucken, weil ich hab jetzt ein Giveaway anscheinend bekommen. Mal gucken, das muss ja dann irgendwo aufgetaucht sein. Also im Briefkasten war es nicht. Also muss es jetzt schon activated in the Daseinsmodus sein. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich ein Spielzeug, oder? Oh, mach's doch, komm, mach doch. Das müsste eigentlich ein Spielzeug sein, oder? Hab's aber nicht. Also ich seh nicht, dass ich's bekommen habe. Also ich hab's schon. Vielleicht muss ich mich eh mal ganz ausloggen und wieder einloggen. Kann sein. Warte mal, ich logge mich mal eh mal ganz aus. Warte mal, ich habe noch. Ich habe noch was im Briefkasten. Warte mal, ich guck noch mal. Bevor wir das machen, gehen wir es nochmal zum Briefkasten. Vielleicht ist es ja jetzt erst gekommen oder so. Ich habe das vorhin erst abgeschlossen. Also man muss einen Streamer so und so lange gucken und dann kriegt man dieses Giveaway. Du musst vier Stunden einen Streamer zugeguckt haben. Und dann kriegst du dieses Giveaway mit der Wolke über deinen Kopf. Gucken wir mal, ich glaube nicht, dass ich das jetzt schon habe, aber wer weiß, Glob muss nicht wissen. Er nun wieder, als Mensch verkleidet. Mal der Reparatur. Mama Reparatur. Ich habe Sachen gesehen, da wird euch der Panzer wegfliegen. Nee.
Das ist nur das, was ich eingekauft habe. Ja, wo ist denn das, was ich angeblich bekommen sollte? Vielleicht doch eben ausloggen? Dann logge ich mich mal kurz eben mal aus. Oder ganz einmal ganz raus. Wir führen am Freitag zwischen 3 und Wartungsarbeiten durch. Boah, nochmal. Also irgendwas scheint noch nicht rund zu laufen. Die machen wieder Wartungsarbeiten. Alter Schwede. Also mit dem Dings da scheint irgendwie Pisse im Getriebe zu sein. Aber wo ist denn das, was ich jetzt, oder warte mal, muss ich bei mir nochmal klicken? Ich habe das gerade vorhin gesehen bei meinem Twitch hier. Da kam so eine Nachricht, die haben irgendwas da. Aber da steht, vor 2 Stunden habe ich das bekommen. Muss ich da vielleicht nochmal draufklicken, dass ich das abholen will? Spielkonto verknüpft. Ja. Also steht ein Häkchen. Also ich habe es auf jeden Fall, habe ich schon mal in der Tasche. Irgendwie. Vielleicht kommt es aber auch erst. Aber eigentlich war es sofort immer da gewesen. Oder muss man irgendwas beachten? Ich weiß ja nicht mehr. Piep, 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 piep. Aber eigentlich hatte ich ja neu gestartet. Na, da hast du dann so eine Wolke über dem Kopf. Aber ich sehe nicht, dass ich es habe. Also ich sehe nicht, dass ich das habe. Genau, gnomische Wettermaschine ist ein Spielzeug, aber ich hab das nicht. Ich hab meine eigene Brille, Hypnobrille. Nee, ich hab das nicht, Leute. Also ich bin vor 2 Stunden fertig geworden. Dauert das, bis man das bekommt? Kann das sein? Keine Ahnung. Man kriegt es ja automatisch, oder dann? War bei mir vorhin auch noch nicht. Na, dann ist ja gut. Dann ist ja gut. So, hier, süßer Honig, dass du mal sehen kannst, was ich meine. Ja, wenn du hier kämpfst und so mit dem Add-on, kannst du denn hier Reiter dir erstellen? Also mit dem Ding hier? Ne? Das ist ja das Normale hier. Was ist denn hier los? Hey. Wo sind meine Viecher alle? Alter Schwede. Hier, also ne, hast du ja normal ist ja so die Ansicht und wenn du Add-on drin hast, dann sieht es so aus. Dann sieht das so aus. Und dann kannst du hier schön dir Reiter erstellen. Und kannst dann auch deine Kombination abspeichern mit den Namen, wie du das haben willst. Und kannst sogar noch Randnotizen machen, wie zum Beispiel hier Slot 1 und 2, Levelpad. Ne? Dann weißt du, aha, da kannst du dein Levelpad drin machen. Ich habe mir das noch extra mit Notizen gemacht hier. Ja. Hey Cosi, hast du ja, muss sein, weil das ist inzwischen, ne, wenn du so viel Haustierkämpfe machst, dann geht dir das auf den Sack, dass du jedes Mal, wenn du so viele Viecher irgendwann hast, dann musst du jedes Mal die Viecher suchen und jedes Mal tippst du dann hier ein, blabli, blablu, für den jeweiligen Haustiermeister. Und das ist dann irgendwann zu stressig. So weiß ich genau, das ist hier zum Beispiel, hier, das ist Meister der Meister.
Hier sind alle nur Meister drin. Hier kommen die ganzen Meister alle rein. Es gibt eine Menge Meister. Die kommen alle hier rein. Dann habe ich hier mal Drenor. Alles, was mit Drenor Kura zu tun hat, die praktisch da, wo Spatz kommt, da kommt die Kura. Die hat insgesamt 5 verschiedene Pet-Variationen. Das heißt, da speichere ich dann die 5 drin und muss das nicht jedes Mal suchen. Und dann habe ich noch Managerie. In der Managerie kommen auch unglaublich viele, keine Ahnung, 15 verschiedene Haustierkombinationen. Die speichere ich dann hier alle drin. Verstehst du? Und dann kommen ja noch die Dungeons dazu. Dungeons kommen ja auch noch dazu. Und jedes Mal mir die Viecher suchen, das geht mir auf den Keks. Und dann dachte ich mir, nee, ich mache dann schön die Kombos hier alle drin mit dem Level-Pad. Schreibe dann auch dazu, welcher Slot für ein Level-Pad ist. Hier zum Beispiel, ne, da steht 1 und 2, dann weiß ich, aha, 1 und 2, da kommt ein Levelpad drin. Hier bei dem, wenn ich den hier mache, weiß ich, aha, da steht Slot 2, ist dann ein Levelpad, kommt ein Levelpad drin. Das ist dann viel einfacher für mich und dann brauche ich nur noch anklicken und habe sofort meinen Kampf dann hier. Ja, Kursi, das Add-on habe ich dir schon vor einem Jahr vorgestellt. Ja, ja, das war aber auch nicht so wichtig für mich vor einem Jahr, weil ich ja noch nicht so krasse Haustiere, so krass, also nicht in dem Sinne so massiv, wie geil ich gespielt habe, also nicht so, jedenfalls nicht so, also wo ich mir dann irgendwann gedacht habe, leck mich aber mal am Arsch, da hatte ich auch noch nicht so viele, also ne, inzwischen hat's ja, war, bin ich auf einem ganz anderen Level, also ne, boah, bloß auf. Und so, da Hallöchen, gib mal 5 Stunden, dass du reinschaust. Also irgendwann hast du die Faxen dicke und denkst dir, mein Gott, ich brauche so ein Add-on, weil sonst flippst du aus, weil dann denkst du dir, mein Gott. Vor allen Dingen, wenn du das eilig hast, ne? Wenn du willst doch Ditte machen und dann noch so einen Haustierkampf und dann suchst du noch die Viecher nebenbei und denkst dir, ach nee, das muss jetzt irgendwie mal alles ein bisschen leichter gehen. Also irgendwann kommst du an den Punkt, wo du sagst, das braucht alles viel zu viel Zeit und viel zu viel Nerven und hast du nicht gesehen. Ja, ja. Oder zum Beispiel, ich habe ja auch schon Kämpfe gemacht, wo ich meine eigene Zusammenstellung hatte. So, und dann weiß ich die nachher nicht mehr. Dann weiß ich diese Zusammenstellung nicht mehr und dann ist scheiße. Hab dich ja neulich gefragt, wieso du es noch nicht drin. Ja, ja. Naja, jetzt habe ich das ja. Und natürlich ist das Problem, ich habe auch den anderen Tracer und wenn du dann jetzt hier kiekst, ja, dann siehst du hier überall Punkte. Oh, Digga, das hier jetzt ja noch. Aber hier, als Beispiel, was machst du mal, weiß ich nicht. Warte mal, gehen wir mal zu Drenor. Pass auf hier. Guck mal hier. Also hier jetzt, siehst du diese vielen Punkte? Also manchmal siehst du so Punkte, wo du dir denkst, boah, ich sehe vor lauter Punkte, sehe ich schon gar nicht mehr, was los ist. Ja, weil dann so viele Punkte da sind. Ne? Also hier geht es jetzt gerade. Ich hatte schon irgendwo war ganz viele Punkte, wo ich gar nicht mehr durchgeblickt habe. Ja, aber ist doch sehr geil. Warte mal, das war doch hier oben, war das nicht hier oben? Hier, guck mal hier, wie viele Punkte hier sind. Ist aber sehr geil. Dann habe ich natürlich ein Vieh gesucht, wie zum Beispiel die ungeborene Walküre, war aber nicht da gewesen. Da farmt also irgendjemand die Walküre immer weg. Naja. Ist halt so. Ja, dadurch bin ich dann darauf gekommen, hier. Wer es noch nicht gesehen hat. Dadurch, dass ich dann hier oben irgendwie, keine Ahnung, was ich gesucht habe. Jedenfalls bin ich dann darauf gekommen, hier, Dopi. Ja, Dopi gibt es nicht mehr. Anstelle von Dopi ist dort aber Platschi. Ich habe mit Platschi gekämpft und Platschi hat mich erstmal fertig gemacht, bis ich ihn endlich besiegt habe. Und gönnt euch mal Platschi. Wir können irgendwann mal zu Platschi hin. Ne? Und dann war ich hier in der Halle und da gibt es ja nichts, weil es ist anscheinend nur eine Halle für einen Todesritter. Also bei mir wurde nichts angezeigt. In der Halle. Da war einfach niemand, nichts zu sehen. Ist wahrscheinlich so ein Todesritter. So, nun kick mal, Leute. Sind immer noch. Die stehen hier Tag und Nacht, die Leute. Einfach zu geil. Guckt euch das an. Ich habe noch nie so viel. So war das früher immer gewesen. So war das früher immer. Ja, früher war ja hier die Bank an der Stelle. Da war hier die Bank. Und da waren hier immer so viele Leute gewesen. Aber in der letzten, seit ich wieder angefangen habe, habe ich noch nie so viele Menschen hier, also noch nie so viele Leute hier gesehen. Und das Vieh hier, dieses Riesenvieh, was hier gerade durchläuft, das ist auch neu. Das muss auch neu sein. Unter Rivalen der Reiter unter siehst du auch alle, gegen die du kämpfen kannst und wer wir die Pets haben. Ja, ja. Krass, oder?
Ich habe, wie gesagt, solange wie ich jetzt WoW jetzt wieder spiele, seit wir wieder angefangen haben, habe ich noch nie so viele Leute gesehen. So war früher normal. Zur Lichtkingzeit war hier eine Bank und da haben die vom Auktion. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Da war ja hier die Bank gewesen. Und da haben die hier hin und her, war alles voll gewesen. So wie hier jetzt. So war früher voll gewesen. Waren ja 40 Millionen Spieler oder so. Krass, oder? Sind die alle auf meinen Surfer oder was? Sind die alle auf meinen Surfer? Wo seid ihr denn alle? Weil ich sehe euch immer alle ja nicht. Wo kommt ihr denn plötzlich alle her? Nur weil hier ein Händlerstand ist oder was? Kaum ist ein Händler da, siehst du plötzlich alle WoW-Spieler auf einmal. Krass, oder? Ja, ich zeig, also, ich habe hier eigentlich schon die Truhe aufgemacht, aber warum leuchtet die jetzt? So, ich zeig euch erstmal den Händler, kann man, wie wir sehen können, kann man hier schlecht was sehen. Krass, oder? Voll geil. Spürst du den Boden beben? Alle müssen beim Händler sein. Dort stehen sie und wollen was. Fragt mich bloß nicht was. Ja, und dann sieht es so aus, du tickst immer auf den Händler hier. Wollt ihr alles Neue sehen? Ja, wollen wir. Und dann, guck mal, dann sieht es so aus hier. Ne? Und dann kannst du hier so durchklicken. Und ich habe jetzt schon mal die Kiste schon auf, diese große Kiste da aufgemacht und kriegst dann so 1000 Dinge. Warte, ich zeig euch das mal. Ich wünsche euch Glück. Ja, doch. Und guck, hier die Kiste habe ich aufgemacht. Und dann ist sie aufgegangen und dann kamen 1000 Steinchen, also 1000, was da oben die 1000 steht. Warte mal, wir müssen jetzt noch hier ein anklicken, dass wir da sind. Das ist dieses komische Ding hier, was die ganze Zeit hier. Klicken wir mal den an, wo ist er denn? Der soll eigentlich hier sein. Ach, der da. Ah, einer von diesen komischen Morph-Leuten, ja? Ich sehe ein für uns beide nützliches Geschäft voraus. Das ist der aber nicht. Na, hör mal, du. Geil, steht der jetzt hier rum? Wollt nicht mehr zur Gasse marschieren, oder was? Oder kann man jetzt irgendwas Interessantes hier gucken? Marke des großen Stilischicks? Was? Aha. Fanpost. Benutzen. Rekrutiert einen Fan, der euch im großen Stilischick zujubelt. Wir können maximal 3 Fans gleichzeitig. Ist ja geil. Fans! Das ist ja geil. Wie kriege ich denn diese komischen Dinger? Haben sie sich ja hier halt ausgedacht. Damit die Vorlagen des Geisterqualm. Alter Schwede. Gigan. Deswegen hängen die hier alle rum. Ach du Scheiße. Da ist ja anständige Lumpe wieder. Aber das gibt's doch bestimmt schon woanders auch, oder? Das ist doch bestimmt nur so ein. Das ist doch nicht neu, oder? Die Lumpe gibt's doch bestimmt noch woanders, oder nicht? Oder ist das jetzt wirklich so neu? Naja, das ist aber nicht. Wir müssen den ja. Wo ist er denn jetzt? Ach, erst annehmen. Ah, dann krieg ich nochmal 500 hier Handdevisen, okay? Was müssen wir jetzt machen? Ich dachte, ich muss noch abgeben oder so. Nehmt eure Handeldevisen aus der Truhe des Sammlers. Ja, das ist scheiße. Das hat ja schon im. Wie war denn? Das hat ja schon gemacht. Na toll. Ja, nu? Habe ich schon gemacht. Und dann? Ja, scheiße, hätte ich nicht machen dürfen, oder was? Nehmt eure Handelsdevisen aus der Truhe des Gesammelten. Ja, ne, habe ich leider schon gemacht. Und nu? Was mache ich jetzt? Das kann ich. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem, würde ich sagen. Ich habe das Feuer gemacht. Ich habe die Truhe Feuer aufgemacht. Na toll. Nein, der ist nicht deaktiviert. Du hast nicht gesehen, ich war da gerade drin, um Gottes Willen. Um Gottes Willen, hast du nicht gesehen, ich war da gerade drin. Hallo, hier. Euch zu sehen ist immer gut. Ich bin noch drin hier, guck doch, um Gottes Willen. Hast du ihn hier gesehen? Ich zeig gleich die Produkte hier. Das Problem, du kannst aber nichts kaufen. Du kannst auch nichts kaufen, du musst es hier reinziehen, du handelst da drauf, um Gottes Willen. Du musst es hier reinziehen und dann handelst du da drauf.
Also, achso, ihr könntet gerade alle nicht sehen. Hier, da ist so ein Feld. Da muss man das reinziehen und dann handelt man wohl da drauf. Das ist nichts mit kaufen. Kann man kaufen? Ja, keine Ahnung. Alles Gute und bis bald. Aber ich habe ein viel größeres Problem. Ich kann die Truhe nicht aufmachen, weil ich das schon gemacht habe. Was mache ich denn jetzt? Und jetzt werde ich diese Quest ja nicht los. Die geht mir jetzt immer auf den Sack, oder was? Toll, was mache ich denn jetzt? Toll. Da ist jetzt aber ein Fehler drin. Und jetzt habe ich für immer diese Scheiß-Quest an der Backe, oder was? Ein guter Tag zum Kaufen. Sichere Reise. Guck mal, den hier kannst du auch kaufen. Den will ich haben. Den Garlock. Den Garlock, den Garlock, der Lock, der Lock, der Garlock. Also wie ihr sehen könnt, können wir jetzt nicht viele sehen. Wir haben höchstens noch hier so ein Aushängeschild. Vielleicht müssen wir das Aushängeschild hier nochmal machen. Seht ihr? Pass auf. Lest den Abschnitt Thema Waren. Jawohl. Hab ich. Da muss ich jetzt jedes einzelne Ding erwähnen. Lest den Abschnitt bla. Hab ich. Lest den Abschnitt bla. Gut, das ist anscheinend immer da. Das ist wunderbar, dankeschön. Das Problem ist, du hast jetzt die 1000 Dinge an, dann bekommst du noch mal welche, deswegen leuchtet die Kiste größer. Wie, ich bekomme noch mal welche? Aber dazu musst du erst was gekauft haben. Ach so, na, dann ist doch gut. Dann ist ja gut, wenn du sagst, ich krieg noch mal, na, dann machen wir das. Dann, so, wir gucken uns das jetzt erstmal an. Wir machen's auch nicht. Ich kann euch viel zeigen. Sehr schön. Der hat sich gerade angehört wie Marvin, oder? Warte mal, ich hol uns mal noch ein Energy, dass ich das noch alle geistig mitvollziehen kann. Da, da, da. Denn das ist unsere Mission. Dafür tun wir gern wohnen. Na, 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 na. Du bist ein kleines Luder, du. Luder, du. Ja, du Luder, du. So. Gut, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Attention, please. Attention, please. So, das ist das. Dann das. Guck. So eine, guck mal, das ist cool, oder? Diese Feuer-Schako-Ding da. Mir nehme ich auch Garlock geholt und jetzt habe ich noch 750. Hast du ja doch gekauft. Ich dachte, man kann nicht kaufen, hast du gesagt. So, dann haben wir den Garlock. Wie? Warte mal. Ach so. Du hast den Garlock und hast immer noch 750. Kriegt man nochmal? Kriegt man nochmal 1000 oder was? Kriegt man zweimal 1000 oder was? Die Quest sagt dir doch, was du machen sollst. Ich habe mir. Hast du zweimal dann 1000 bekommen oder was? Nein, ich habe 500. Ach so. So, guck mal, dann haben wir hier. Was ist das? Das war vorhin aber anders gewesen. Ach, die Hose, glaube ich. Hä, vorhin war das aber anders gewesen. Wo kommt man dann nochmal? Und habe jetzt 750. Ah, ja, klar. Okay. Guck mal hier. Dann den Stab. Dann haben wir hier. Das weiß ich nicht, was das darstellen soll. Irgendein Rückengurt, was der bewirken soll, weiß ich nicht. Der macht aber anscheinend. Der macht hier anscheinend ja nichts. Keine Ahnung, wofür der gut sein soll. Also stehen tut da nichts, wofür der ist. Wird beim Blizzard-Account gebunden, bla. Ein Meister der LSR geht nie, geht ohne. Keine Ahnung, was das Ding soll, was das macht. Keine Ahnung, was das macht. Schultergürtel des bla. Keine Ahnung. So, dann haben wir noch so ein Schultergürtel. Frag mich nicht, was die Dinger machen. So, dann haben wir praktisch das hier. Und so ein Stäbchen.
Ja, Zauberstäbchen. Die Reisebuch kann man sich wieder. Welche? Ja, ja, das haben wir auch. Das Reisebuch habe ich auch gelesen. So, dann haben wir das hier. Guck mal, der Bogen. Da wette ich drauf, dass da viele Schaf drauf sind auf diesem Bogen, oder? Ja, ja, natürlich. Für 200 geht ja der Preis. Dann haben wir hier einen Hammer, der aus meiner Sicht völlig sinnlos ist. Übrigens kann man hier noch sich nackig machen. Guck mal. Also bei mir scheint auch kaufen zu sein. Guck mal, hier ist noch kaufen. Ach, ihr könnt nicht kaufen, ne? Ja, sorry, vielleicht liegt es daran, weil ihr seid ja auch nicht die Hordenkönigin, ne? Also ich bin ja die Anführerin der Horde. Ich muss natürlich kaufen können, ist ja klar. Ne, ist ja logisch. Das ist ja, ne, ich bin ja die das wäre ein Ding, wenn die Händler mich nicht kaufen lassen würden, dann müsste ich sie leider wieder rausschmeißen aus Ogrema, ist ja klar, ne? Und das ist ja natürlich dramatisch, weil wenn ich die Händler rausschmeißen würde aus OG, dann müssten alle Hordler nach Sturmwind kommen, um dort einzukaufen. Ne? Und das wäre dann würde ja Sturmwind dauerhaft geradet werden. Digga. Doch, kaufen, sonst hätte ich ja den Galock nicht. Richtig! So, jetzt weiter. Was haben wir noch? So, was ist das? Hier hast du zum Beispiel rosenrotes Einsteck-Sträußchen. Also ich sehe hier kein Sträußchen. Keine Ahnung, wo der das hingesteckt hat. Keine Ahnung, vielleicht habe ich das im Hintern stecken, unterm Rock. Also ich sehe kein Sträußchen. Ist also auch überflüssig. Aber das gefällt mir hier. Also so eine, guck mal, so eine Kapuze. Sieht irgendwie gut. Mir gefällt bloß die Farbe leider nicht so. Aber der Style ist geil. Also das ist mega geil. Ich finde diese Kapuzenumhang finde ich mega geil. Bloß die Farbe spricht mich jetzt nicht so doll an. Aber diese Kapuzending müsste in mehreren Farben geben. Wenigstens in zwei, drei Farben. Weil es gibt nur die eine Farbe. Das finde ich natürlich äußerst tragisch. Aber ich hätte das gerne in einer anderen Farbe. Oder zumindest eher das hier. Ich finde das finde ich sehr geil. Das sieht so schurkenmäßig. Für einen Schurken wäre das sehr geil. Oder so. Aber nicht in der Farbe. Ich weiß nicht, warum sie die Farbe gewählt haben. Hätten sie nicht irgendwie, naja, ein bisschen neutraler oder keine Ahnung. Oder drei, vier Farben oder so, weißt du? Und Redcheck. Gib mal Pfeif, schön, dass du reinschaust. Ja, das finde ich ganz cool so hier mit dem Schal hier vorne so. Und das aber auch, wie gesagt, mit der Kapuze finde ich sehr nice. Aber die Farbe ist jetzt nicht so, nicht unbedingt, also mich stört sie jetzt nicht unbedingt, aber sie ist jetzt nicht so geil, dass ich gesagt habe, boah, die ist so geil, die kaufe ich mir jetzt. Also so geil ist jetzt nun auch wieder nicht. So, dann haben wir hier noch so ein Schlagding oder sowas. Warte mal, sieht auch aus wie ein Blumenstrauß, oder? Stinkender Blumenstrauß, sag ich doch. Was soll ich denn mit einem stinkenden Blumenstrauß? Vor allem 100. Und dann haben wir noch was? Schillernder Kriegsumhang. Ja, also. Ja, also, ne, ist jetzt auch nicht so mein Geschmack, ehrlich gesagt. Ist jetzt nicht so mein Geschmack. Ne? Ja. Ja, also bleibt im Moment eigentlich nur das hotte Hühchen hier. Ja. Hab auch schon geguckt, da steht, wird beim Aufheben gebunden. Kannst du also nicht verkaufen. Kannst also nicht immer AHA verkaufen. Viele werden sich schon gesagt haben, oh geil, das kann ich verkaufen. Leider, oder zum Glück, ich weiß nicht, leider oder zum Glück, nein. Sonst wäre wahrscheinlich wieder die Hölle im Auktionshaus los. Ja, ich finde den Schlegel, den finde ich ganz witzig hier. Der ist cool, oder? Der hat was. Ist aber wahrscheinlich eher was für einen Krieger oder so. Also ein Paladin, der Paladin und Krieger, also ein Druide. Hexenmeier und die anderen können das ja nicht brauchen. Ich glaube, das ist nur was für, ja, vielleicht noch für diesen, wie heißt die Klasse hier, die Blutelfen, diese komische Klasse bei den Blutelfen mit diesen zwei Messerschneiden-Dingern, wie heißen die, diese Schattenblutelfen oder wie die sich schimpfen. Die hat man auch völlig vergessen, oder? Diese Schatten, die sehen auch geil aus. Hier, um Gottes Willen, süßer Honig. Schaut euch mal bei den Blutelfen diese Schattenblutelfe da an. Blutdingsbums. Und die Frage ist, was ist denn dieser Kulak? Hier, süßer Honig, was ist denn das für einer? Ist das ein Haustier? Kann der kämpfen? Ist das ein Kämpferding oder nur einer, der so aussieht? Dann nehme ich mir die Kohle nämlich erstmal auf und warte, weil wenn sowieso nach 26 Tagen was anderes hier kommt, dann nehme ich mir die Kohle auf, vielleicht kommen ja dann noch bessere Sachen.
Es ist ein Haustier. Aber was, guck doch mal, du hast ihn doch schon, oder nicht? Kann der kämpfen oder nicht? Hat der kämpferische Werte oder nicht, dieses Haustier? Also wenn der nur schön aussieht, dann brauche ich den nicht. Weil ich trage nur Haustiere, mit die auch kämpfen können. Ja, der ist schon geil, aber wenn der nicht kämpfen kann, ist er natürlich überflüssig. Dann ist es halt nur ein Poser. Ja, natürlich kann der kämpfen. Ach, der kann wirklich kämpfen. Ja, gut, wenn der kämpfen kann, dann müssen wir den haben, weil der ziemlich groß aussieht, ne? Der ist ziemlich groß. Ja, Stufe 1 hat der Kampfwerte. Das heißt, nicht nur, weil der Stufe 1 ist, kann der kämpfen. Du musst mal gucken, geh doch mal rein, ob der kämpfen kann. Auf Wiedersehen. Hier. Das siehst du ja, wenn der nicht kämpfen kann. Warte mal, lass mich mal überlegen. Wo habe ich denn Haustiere, die nicht kämpfen können? Ja, welches Haustier kann jetzt nicht kämpfen? Ich musste nach Stufe sortieren, oder? Und die keine Stufe haben? Ich schrei heute. Ja, warum schrei ich denn heute so? Scheiße, finde ich jetzt die Haustiere, die nicht kämpfen? Muss ich nach Stufe sortieren, oder? Die keine Stufe haben? Irgendwie so. Oder? Ach, was? Wie suche ich denn das jetzt? Warte mal. Piep, 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 piep. Lauter, ne? Retschek, du alten Schwerohr, du. Questhändler, Beruf, Erfolg. Piep, 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 piep. Schwach. Stufe. Ohne Stufe, 25. Ist das so was? Ja, das sind wahrscheinlich alle Tiere, die keine 25 haben, oder was? Vor allem ohne Stufe 25. Na, manche Dinge ergeben ja später einen Sinn wahrscheinlich. Boah, wie finde ich denn jetzt, Leute? Helft mal mit hier. Wie finde ich jetzt ein Vieh, was keine Kampfstufe hat? Wie finde ich denn das Vieh jetzt? Wie finde ich denn so ein Vieh? Ich muss ja irgendeins haben, was keinen Kampf hat. Aber welches ist das? Wie finde ich das? Wie finde ich denn das? Ist das überhaupt in dieser Rubrik? Ja, muss ja unter Haustiere sein. Aber welches Vieh ist das, was nicht kämpfen kann? Wie finde ich das denn? Wie finde ich einen Typ, was nicht kämpfen kann? One, two, three, four, bing, bong, bing, bong, bing, 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 bong. Seltenheit. Stufe. Unter Stufe müsste eigentlich stehen, dass man irgendwas einstellt, was keine Stufe hat oder so. Hier. Wird gelevelt, wird nicht gelevelt. Handelbar, nicht handelbar, kann kämpfen, kann nicht kämpfen, hier. Jawohl, einen tollen Luftballon. Ja, moin. Ja, hier, beim Luftballon siehst du dann, da klickst du an und du bist also der Meinung, der kann kämpfen. Ich sage dir, wehe, der kämpft nicht. Dann ist aber was los, dieser Honig. Wehe, der kämpft nicht. Dann habe ich 750 Dinge ausgeben für nichts. Wehe, der kämpft nicht, süßer Honig, ich sage dir. Wo ist denn die Scheiße jetzt? Meine Fresse. Kann kämpfen. Okay. Ich hoffe, ich habe jetzt alle Viecher, die kämpfen können. Ja, ja, kämpfen, kämpfen. Wilde Bestien, wilde Bestien. Filter Kampf. Kampf der Kämpfen. Boah, guck dir das an hier. Man, ich finde das cool. Ich habe noch nie so viele gesehen. Man weiß ja schon lange nicht mehr. Cool. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es so viele Spieler noch gibt, ehrlich gesagt.
Das freut mich. Das freut mich. Sie leben, die WoW-Spieler. Schaut euch meine Waren. Ja, komm da schon. Ich kaufe den jetzt für Säbelzahn los. So, ich hoffe, das geht jetzt. Wie, das geht jetzt nicht. Was ist denn, wenn ich den hier unten drin ziehe eigentlich? Was ist jetzt passiert? Wird an den Blizzard-Account gebunden. Du, ach so, wenn ich... Warte mal. Und wenn ich das, es ist zu spät oder was? Festhalten. Mach weg. Krieg doch nicht mehr raus oder was? Am Weg ist weg hier? Die Geister sollen euch segnen. Danke dir. Und der Lore auch. Der Lore auch. Menschenskinder! Hört doch mal auf jetzt alle hier! Willkommen beim Handelsposten. Kommt bald zurück. Hat sie ein Auto? Euch haben wohl die Geister geschickt. Ja, woher weißt du das? Auf Wiedersehen. Ja! Ich habe viele Schätze zum Angucken. Der redet wie Marvin, oder? Sei mal ehrlich, das ist doch Marvin. Das ist doch Marvin. Das ist Marvin, das ist Marvin. Bloß ein bisschen älter halt. Guten Abend, sagt Rilok. Rilok, ditsch, gepfeift, schon, dass du reinschaust. So. Nee, hat er sich im. Ja, hat er. Das stand auch vorher schon da, dass er sich solche Sachen merkt. Und dann geht es nicht mehr weg? Ich dachte, man kann es auch wieder wegmachen. Na, gucken wir mal, ob ich das kaufen kann. Oder mit Rechtsklick nehmen. Also ich konnte kaufen. Guck mal, rückerstatten sogar. Ja, jetzt ist es zu spät, jetzt habe ich den Kurve, wenn es jetzt nicht geht. Außer kann ich's. Gute Reise! Ich weiß jetzt nicht, warte mal, es steht hier was. Ihr habt neue Gegenstände in eurer Sammlung. Ach ja. Ach, dann kommt bis jetzt wahrscheinlich, oder was? Nö. Nee. Ist das eingetroffen, dieses komische Streamer-Ding? Nee, ne? Sitz! Nee. Hier ist nichts neu. Was ist denn da los? Hey, was ist denn hier los? Wo sind meine Viecher alle? Hey, warum sind die alle aus? Was? Bodenreittiere sind hier nicht gestattet. Wie Bodenreittiere? Aber weil wir gerade auf dem Platz hier sind, oder was? Nee, kann doch nicht sein. Was ist denn jetzt los? Also, Musik ist nicht verstehen. Und... Wird hier aber nicht angezeigt. Wo ist denn das Vieh? Warum wird das nicht angezeigt? Normalerweise wird das doch als erstes immer gelistet. Und jetzt los, warum wird denn das nicht als erstes gelistet? Ist doch neu. Na, hör mal jetzt hier. Find das Haustier. Ja. Wie heißt der nochmal? Wie nennt er sich? Gib mal ein paar Buchstaben, dass ich weiß, was ich oben einnehmen muss. Oder warte mal, wir machen. Aber jetzt muss er oben sein. Nee, immer noch nicht. G-A-R, G-A. G. G-A-R. Da. Tatsächlich, das ist ein Levelpad. So, zeig mal her. Beschwör mal. Junge ist da was los.
So, sehen wir uns dann los, da ist er. Heute ist ein schöner Tag. Wir warten immer noch auf das andere Giveaway, so eine komische Wolke, die man bekommt, wenn man einen Streamer zuguckt. Guck mal, hier ist immer noch sowas. Der kommt immer noch mit dem Spruch. Warum kommt der immer noch mit dem Spruch? Du hast einen Gegenstand in deiner Sammlung. Hab ich nicht! Lüg doch nicht! Diese komische Waschmaschinenwolke, wo ist er denn? Ich sehe sie nicht. Der sagt immer, ich hab doch da nichts mehr, erzähl doch nicht. Ich hatte gestern ein Bewerbungsgespräch für eine Umschulung und bekam heute die Zusage. Hey! Sehr gut. Dann würde ich sagen, toi, gib dir Mühe, ne? Gib dir Mühe und dann läuft der Braten. Immer mehr. Guck mal, hier ist total die Pisse im System, oder? Liegt das an diesem Platz oder so? Ich geh mal weiter weg von diesem Platz. Wo ist denn der? Was ist mit dir los? Wo kommt der nicht hinterher? Was ist mit dir los, Alter? Hä? Garlock, was ist los mit dir? Ich bin schon längst weg und du kommst in der L-Large oder was? Na, hör mal, du musst schon ein bisschen mitkommen hier. Du kannst doch nicht einfach da stehen bleiben. Ja, brauchst ja nicht so gucken. Und wenn ich loslaufe, musst du doch hinterherkommen, sonst verlaufst du dich alleine hier. Alter, hör mal. Aber das Problem ist natürlich nur einer, der ist zwar da, aber so wie ich wegfliege, ist er nicht mehr da. Ne? Guck mal, ich kann zum Beispiel so hier machen, ist er wahrscheinlich weg, oder? Das übliche Problem, was die alle haben, dieses. Die Hand, oder? Sag mal, ja? Ja, und dann ist er halt weg, ne? Das ist so ein Problem, deswegen kannst du diese Pets so als Begleiter-Pet nicht gebrauchen, weil die mal gleich wieder weg sind. Der hat kurze Beine, der kann nicht so schnell. Unternehmen kennt jeder von euch. Das Unternehmen kennt jeder von euch. Es ist Microsoft und du arbeitest dich dann hoch und kannst mir dann billig Rechner besorgen oder so. Das wäre ganz cool, dass ich die fetten Rechnerteile dann bekomme. Sponsoret bei Relog sozusagen. Geschäftsführer Relog kann mir dann die fetten Teile besorgen sozusagen. Und was ist das jetzt hier? Was soll das denn? Also hier ist doch Pisse drin, oder? Also wir haben hier übelste, ich guck mal hier, hier ist jetzt hat der Vogel das irgendwie auf ihr Teil, was soll denn die? Ach so, weil ich nicht gesammelt mit anderen, ja moin erstmal. Aber die Wolke ist noch nicht angekommen auf jeden Fall. Naja, vielleicht muss man Gott sei Dank sagen. Leider nichts mit Computer, ihr dürft aber weiterraten. Du bist Kaffeeverkäufer. Du wirst Kaffeeverkäufer bei Toben. Auch da kannst du mir dann billig Kaffee besorgen. Das wäre ganz gut. So, dann machen wir aus dem mal ein Levelpad, in dem wir schreiben, umbenennen in wichtig. Denn diesen Monat kommt zweimal Spatz. Das ist, passt gut rein in den Monat mit der Tage. Nächstes Mal kommt Spatz am 11.2. Nochmal 15 Tage plus, kommt sie dann nochmal in diesem Monat. Voll geil. Die kommt praktisch zweimal. Ne, war 15 plus 11, macht 26. Also kommst du am 26. nochmal. Geil, ne? Bevor der Monat zu Ende ist. Piep, 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 piep. Also zweimal in einem Monat sozusagen. Gut, haben wir das Thema auch erledigt, meine Damen und Herren. Ladies und Gentlemen. Wir werden sehen, wie sich Garlock oder wie er sich im Kampf machte. Machte. Und wir was sagen, was machen wir als erstes?
Ja, nehmt eure Händler-Devisen aus der Truhe von da. Ja, wir kommen da nicht weiter. Da kommen wir erstmal nicht weiter. Wir stehen einfach zu viele. Also, gut, ich kann ja nochmal gucken, aber da kommen wir jetzt nicht weiter, ne? Da kommen wir nicht rein. Ist nirgendwo hier, ist nirgendwo ein Fragezeichen oder so. Höchstens ein Ausrufezeichen, aber kein Fragezeichen. Und das zweite Mal eine Truhe aufmachen kann ich auch nicht. Das ist wahrscheinlich noch ein bisschen pipi in mir. Redet mit mir später. Ja, mach's gut, Digga, wir sehen uns. Also die Truhe geht auch erstmal nicht das zweite Mal. Hört ihr diesen Vogel? Der ist auch neu, oder? Der Vogel. Der Vogel, der. Der Vogel, Vogel, Vogel. So, gut, machen wir weiter. Und zwar mit... Ach, korrigierter Schmuck. Oh, ich musste Marci Schmuck noch aus der Kanalisation ziehen. Gezackter Angelhaken. Hier, das machen wir jetzt mal. Oh, warte mal, das hat wie geklopft. So, Dalle, meine Lieblingskuchennachbarin war das gerade, die, von der ich auch das Blümchen habe. Ach, war heute ihre erste Spätschicht. Die hat erstmal die Schnauze voll für heute. Nichts im Computer. Habt ihr schon noch nicht geraten von Relox? Relox macht natürlich Schreibmaschinenverkäufer, ist doch ganz klar. So, was wollt man denn jetzt machen? Was wollten wir machen? Genau, wir müssen eigentlich, wollte ich das Offscreen machen. Ich wollte mal gucken, ob wir den Obalis endlich mal besiegen können, den nächsten Haustiermeister, dass wir das aus der Liste haben und dass wir mal ein paar alte Lumpe Sachen hier loswerden, verstehst du? Viele Sachen, die ich mir aufgenommen habe, dachte ich mir, das ist vielleicht mal ganz interessant, das zusammen zu gucken oder so. Warte mal. Aspiranten auf dem Pfad. Bereit zur Abgabe. Seht ihr? Irgendwelche. Lass uns mal das abarbeiten. Wir werden da bestimmt mal, ne? So. Oder wollte ich noch irgendwas zeigen? Ich bin mir jetzt ja nicht sicher, ob ich noch irgendwas zeigen wollte. Also außerhalb dieser, es gibt ja so viele Dinge. Angel haben wir ja Gott sei Dank. Das Thema haben wir erledigt mit der Angel. Ja, ich würde sagen, wir kicken jetzt erstmal nach, ob wir
eine Möglichkeit haben, den Obalis. Ich befürchte, vielleicht ist der ja nicht da oder nicht spielbar oder irgendein Problem wieder. Weil ich kann mir ja sagen, der Idealfall wäre jetzt, wir fliegen dahin, wir kommen da an, Obalis ist da und wir können gegen den kämpfen. Das wäre der Idealfall, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Weil ihr wisst ja, mit der Haustiermeisterkämpfe hat man ja immer so seinen Hickhack irgendwie so ein bisschen. Wäre natürlich, das wäre die schönste Variante, die ich mir aber, wie gesagt, schwer vorstellen kann, dass das so einfach ist. Irgendwas ist ja immer. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht haben wir ja mal so, dass wir einfach, dass wir dann zum nächsten Meister können. Ah ja, ich wollte sagen, wo ist er? Das ist hier, oder? Nee, ist weg, fast drin gegangen. Tiefenheim. Ne? Uldum, da müssen wir nach Uldum. Hinein! Schwingeling! So, betet mal, dass wir mit Obalis kämpfen dürfen. Denn wir müssen Meister für Meister bekämpfen, um irgendwann in die Dungeons zu kommen. Ne? Zum Beispiel bei Scharlachrot im Kloster, wo wir dann den Typen, wo wir ein paar Haustiere bekommen. Und. In welcher Phase sind wir hier? Ich glaube, wir sind in der heilen Phase, oder? Ja, das ist die heile Phase. Und Chroma! Ditsch! Gib mal Pfeif, schön, dass du reinschaust. Warte mal, dann mach mal die Musik ein bisschen lauter, dass wir mal diese Uldo-Musik genießen können. Stallmeister, verkaufst du uns Tiere? Hallo, Herr Davaji. Oh, der redet nicht. Ich bin stumm. Die verkaufen alle mal nur Luftballons. Tolle Stallmeister. Die Stallmeister sollten sie mal überarbeiten. Guck mal hier. Der Pharao ist zurück. Der echte. Boah, das ist aber eh noch falsch gesungen. Oh, warte mal hier. Ah, kann man ein Sternchen abgeben, ja? Was gibt's hier zu essen? Pinienkernbrot. Gegrillte Hai. Langsam gekochter Tintenfisch. Was? Langsam vor allen Dingen. Okay, aber schnellen habt ihr nicht, ne? Gut, von Katzen, Katzembe. Okay, wunderbar. Mein Ägypten. Lass uns mal kurz das Wasser kicken. Tag, die neue Führerin ist da. Wow, die Musik, Alter. La la la, la la la. Eine Musik, ey. Oasenmotte. Guck mal, ein Schiff. Hört die Katze, wie sie da steht. Oh, was für eine Musik. Ah, kann man hier direkt ins Wasser gehen? Willkommen to Ägypten. Schön.
Guck mal, da hinten auf dem Berg. Lass mal ein bisschen gucken, mit Auge und so. Das Plätschern, so plätsch, 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 plätsch. Ich kann doch sehen. Dun, 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 dun. Wow. Oh, da oben. Da wollen wir hin. Guck mal hinten, das offene Gelände da hinten. Ist der rot? Was sind hier für Fische? Ich sage weißen Fische, zeig mal her. Schwarzbauch Matschflosser. Hell, Schwarm, Schwarzbauch Matschflosser. Flosser. Oh, Digga. Guck mal rein. Wir könnten auch fliegen, aber so ist es halt ein bisschen spannender, verstehst du? Oh, wir sind rot hier. Guck mal, was hier rauskommt. Krass, krass. Also was haben sie hier schon mal schön gemacht? Das ist nur ein Fisch. Lavaschuppenwels. Guck mal an. Nehmen wir mal noch einen Fisch, mal kicken. Lavaschuppenwelt. Ich hab hier schon mal geangelt. Da ist ein Fischzeichen. Ich hab hier schon mal geangelt. Wann denn? Wann hab ich denn hier geangelt? Ich hab hier noch nicht geangelt. Na, müsst ihr schon alle Pipi? Pipi! Mach! Das war jetzt aber kein Lavaschuppenwelt, oder? Sag ich doch. Schafzahn, Alter, der ist aber bissig. Warte, guck mal noch, was hier unten schwimmt. Oh, ein Riesen. Alter. Katze, was sagst du dazu? Die Katze. Oh, kannst du noch? Kriegst du Luft? Huch, da schwimmt ein Fisch vorbei. Katze, lass den Fisch in Ruhe. Boah, das Add-on hier. Ja, ja, gut. Wusch. Okay, jetzt wird die Musik ein bisschen seltsam. Mal ein bisschen leiser machen. Die lassen wir mal nicht ganz leise, um zu gucken, ob noch andere Musikteile kommen hier. Ich dachte, das wird noch ein bisschen ägyptischer. Vielleicht kommen wir noch an der richtigen Stelle, wo es ägyptischer wird. Kann ich von hier aus... Ups, ja. Jetzt bin ich abgesoffen. Komm ich hier hoch? Boah, Digga.
ich kann von hier auch angeln. Krasse Angelambiente. Oh, guck mal im Hintergrund. Hier ist praktisch wie so eine Oase und da hinten ist alles Wüste irgendwie so. Da hinten. Man kann sagen, da hinten ist Laurenz von Arabien und hier ist irgendwie so eine voll fette, krasse Oase sozusagen. Wahnsinn! Es fällt dreimal. Wie gesagt, wir wollten uns sowieso hier kurz mal ein bisschen umgucken. Ne? Da haben wir schon ein paar Mal, wollten wir jetzt schon. Ey, wir waren doch hier schon mal. Jetzt entdecke ich das schon wieder. Ich entdecke das jedes Mal neu. Na, hören Sie mal jetzt hier. Ist das ein, wie nennt sich das? Ein Autarium oder wie nennt sich das? Ein Aquädukt? Guck mal, das ist alles Sand. Sand und Wüste. Da ist dieses Mädchen, wie heißt sie? Die Wüste Gobi. Die ist immer so wild. Die Wüste Gobi. Können wir da durch? Nein. Ach Mensch. Wir gucken aber trotzdem mal. Halleluja. Oh. Da ist ein ganzer Trupp, Digga. Da steht einer. Infanterist? Ein Infanterist? Da hat der eine Waffe in der Hand? Der hat eine Maschinenpistole. Beruhig dich. Was hat das denn jetzt? Hier, das ist aber nicht das Ding, was deine Hand hatte. Der Trupp ist abgefahren, ne? Aber wir gehen einfach vorbei, oder? Hey, du musst natürlich aus der Rolle tanzen, wa? Willst du alle hier brav vorbei und du willst dann wieder profilieren? Ja, das hast du jetzt davon. Hättest du einfach deine Schnauze gehalten, wärst du jetzt noch am Leben. Bist du. Aber nee, er muss ja wieder, Herr Kommandant, ich hab was gesehen. Eine Fremdlegion hier, oder was? Oh, ist ja richtig was los hier. Ist hier ein Gruppentreffen? Ist hier Sommerschlussverkauf? Na, hört mal hier. Was sind du für... Oh, du bist aber ein groß. Oh, du bist aber groß. Ein Skarabäus. Ui, feinili. Kann man das auch sitzen? Okay. Na, sag mal. Hier laufen ja ganze Armeen lang. Stell mal vor, du bist jetzt so... Was ist denn da unten? Ein Riesen? Ist noch größer? Noch ein größeres Skarabäus? Digga. Das war ein richtiger Skarabäus. Was ist das für ein Vieh? Ah ja. Oh, guck mal mit dem Wasser da unten. Oh, schön, guck mal, sieht aus wie Urlaub. Was habe ich entdeckt? Die Oase wie Saar, wie so. Guck mal hier. Oh, schön, ne? Hier macht man doch gerne Urlaub, oder? Dieses Uldum ist aber Oase wie Saar, wie Saar. Oh, guck mal hier. Ist ja wie bei Kreativlos. Oh, da muss man. Da müssen wir weiter weg. Vor allem die Musik. Wir kommen! Was? Obelisk, das was? Oh, ja. What the fuck? Hey, das ist ja fast wie bei uns bei Kreativhaus, wo wir die Halle mit dem Wasser gebaut haben und so. Ist hier Wasser? Hey, guck mal, hier ist Planschwasser. What? Ach
Du Scheiße, da geht's ja noch tiefer runter. Aber wir bleiben erstmal hier oben. Das ist noch nicht unsere Baustelle hier. Aber geil gemacht, oder? Guck da mal. Aber das. Guck mal mit dem Gold hier. Guck mal, wie das glitzert. Oh, Indiana Jones wird jetzt schon richtig heiß. Seht ihr das? Geil, war wie das glitzert so. Und wo kommen wir hier raus? Ah ja. Die campen hier. Huch, was fährt denn da los? Die Musik. Ist ja fast wie im Film hier. Ich hab das Gefühl, ich bin live im Film. Habt ihr auch das Gefühl, dass ihr live im Film seid? Das scheint ein riesen Produkt, Dingsbums hier zu sein, oder? Oh. Das meine ich hier, seht ihr das? Du siehst was. Das ist alles Haustierzeugs hier. Guck dir das an hier. Leckt mich aber nicht. Versteht ihr mich jetzt, was ich meine mit diesem? Guck dir das an hier. Da blickst du ja nicht mehr durch, was los ist. Wo sind wir denn jetzt hier? Mutti! Mutti! Ich sehe mal ja nicht mehr, wo sind wir denn jetzt hier? Ach nee, ey. Da sind wir. Meine Fresse. Guck mal, da oben ist noch mehr Wasser. Und fließt von da so zackig so dingsbum sich runter. So, warte mal, lass uns mal da oben kicken. Den See da oben wollen wir jetzt aber sehen. Den See wollen wir jetzt sehen. Den sehen wir, den sehen. Den sehen wir. Boah, was ist denn hier los? Hä? Das ist aber ausgetrocknet. Ja. Oh, guck mal, kann man von... Was ist denn jetzt denn das? Kindeset in der Quad? Ruinen von Kindeset? Oh, da, die Figur. Wir müssen von da... Ist schon richtig ziemlich gigantisch hier alles, oder? Das ist hier verdammt gigantisch. Die ganze Gegend ist hier ein einzig großer Gigant, kannst du sagen. Und überall Truppenverbände, Alter. Guck mal hier. Macht er gut, Leute. Oh, jetzt kommt so in meine Richtung gelatscht. Naja, mal. Das ist ja die ganze Map ist ja eine riesen Ausgrabungsstätte, Junge. Ist ja fast hier. Ruine von Kindtasset, ja. Alter Schwede. Boah, dann hier wieder runter. Wisst ihr, woran mich das hier gerade erinnert hat? An diese... Wo ich immer gestorben bin. Wisst ihr noch, wo ich durch diese Tor durch bin, immer gestorben bin? Wie ist das? Soul Dings. Wie ist denn diese komische, wo ich immer gestorben bin? Wisst ihr noch? Mit diesem komischen Ritter da, der immer alle getötet hat, wo am Anfang diese komischen Schattenviecher waren, die mich getötet haben. Wisst ihr noch, wie ist denn das? Soul Ritter, wie ist denn das da? Diese komische mit dem, was so sau schwer ist, du bist noch nicht mal durch den Anfang, hast nicht mal den Anfang geschafft. Wie ist denn das Spiel, Mann? Wo ich mal so aufgeregt habe. Wie ist denn das Game? Wer weiß das noch? Wie ist dieses Game? Ob der lebendig hier wird? Sieht irgendwie ein bisschen wirrer aus in meinem Kopf. Weiß keiner mehr, wie das Ding hieß, dieses Spiel? Du. Einst florierte hier der Handel. Aber dann. Uldum, meine Damen und Herren. Längst. Da fliegt eine mechanische Kiste, da fliegt ein Dings durch die Gegend. Meine Damen und Herren. Uldum. Längst vergessen. Aber guck mal, wie die hier überall so rumcampen. Hier gibt es überall was zum
Zum Glotzi. Ja, überall, warte, ich entdecke. Ziemlich. Huch, schreck mal doch nicht so. Oh. Das goldene Kalb, ich hab's gefunden. Ich komm mal vor wie im Film, Junge. Das goldene Kalb. Und als Moses vom Berg runterkam und er die breite Masse tobend und tanzend um das goldene Kalb sah, schmiss er die zwei Steintafeln in den Sand und sagt, Mordskruzifixer Wald, es darf nicht wahr sein, ihr Hurensöhne. Da war ich 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg, komm runter und ihr tanzt und was macht ihr Saubudel drum, ihr Schweinebacken? Und dann sagte die Meute und die Masse zu Moses, hey Mann, ey, bleib doch mal locker, wir wollten ein bisschen warten, warte doch, dann bist du nicht zurückgekommen. Ich hab zu tun, ich hab mit Gott geredet. Und so stellte er die Masse vor einer Wahl. Wer für mich ist, der kommt mit und wer nicht, der tanzt einfach weiter. Und so zog Moses ganz alleine weiter, denn alle wollten tanzen um das goldene Kalb herum. So ist die wahre Geschichte. Na 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 na. Und zu Nara. Ditsch, gib mal fünf, schön, dass du reinschaust. Zunana, Zunana, zu, Nara, Zunana. Bei den Pyramiden war ich noch nie gewesen. Hier gibt's eine Menge zu sehen, vor allen Dingen Pyramiden. Da hinten ist wieder eine ganz andere Welt, da ist Ashara oder sowas. Irgendwie so, oder auch nicht. So, wir suchen jetzt aber uns. Guck mal, das ist wirklich nur Oase mit Wasser, ne? Guck mal, ist das nicht geil? Wie dieser. Guck mal, das ist alles Sand, überall Sand, Sand und da ist so grün Wasser und so. Geil, oder? Sehr geil. Mega geil. Da müssen wir dann irgendwann mal rennen in Uldum. Uldum. Da, ne? Tiefenweste. Ich will da jetzt nicht runterfliegen. Nicht da, naja, nur, dann fliegen wir. Komm, wir fliegen jetzt eh mal runter. Wir sind jetzt neugierig. Ach du Scheiße. Kämpfen welche. Oh, überleg mal. Stellt euch das mal real vor. Du kommst oben in so einer Wüste und dann siehst du da unten so ein riesen Loch da oben, was hier so runtergeht. Stellt euch das mal in real vor, wie krass das sein muss in real. So ein riesen Tempel und die Pyramiden, die Leute haben ja früher so gebaut. Stellt euch das mal in real vor, wie gigantisch das in real wirken würde. So wie in Wirklichkeit mit den Pyramiden. Ey, da ist Apophis, also da ist Anubis. Anubis, geil, dass ich hier noch fliegen kann. Ich kann ja sogar noch fliegen. Geht's hier auch wieder hoch? Dass ich hier drinnen vor allem fliegen kann. Guck mal hier. Ja, du musst fliegen können, sonst kommst du nie wieder raus. Ja, wahrscheinlich. Du kommst nie wieder raus. Es gibt immer einen Ausweg. Guck mal, ich bin noch im Wasser. Der Schrein der Ewigkeit. Ewigkeit. Kann ich hier angeln? Tatsächlich. What the fuck, ich kann hier angeln. La, 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 la. Oh, das angelt sich aber lange hier. Oh, was war das denn für ein Fisch?
Muggelschnauze. Warte, einer, komm, einer geht noch. Ein Fisch geht noch. Noch eine Muggelschnauze? Okay, noch eins. Vielleicht will ich noch gucken, ob noch ein anderer Fisch kommt. Cool, dass man bei dem seichten Wasser hier angeln kann. Aha, da kommt er, weißt du? Was? Klafft der Aal. Krass. Auf und davon! Aber hier ist nichts weiter. Habt ihr jetzt irgendwo was gesehen, wo man irgendwas anklicken kann, dass man zu irgendeiner Inni oder irgendwas... Was ist das hier? Ich meine, ist das einfach nur so da? Ich meine, hier ist nichts. Hier ist nichts, oder? Wahrscheinlich muss man hier erst rein mit einer Quest oder so. Aber hier ist kein nichts. Hier ist nichts weiter. Hier ist kein Eingang zu irgendeiner Inni oder sowas. Komisch, oder? Irgendwie ein bisschen mystisch schon. Riesenhalle, alter Schwede. Guck dir das an. Ist nur Questgebiet. Welcome to the real life in the draußen. Haben wir mal ein bisschen was gesehen. Wir wollten uns das jetzt schon ein paar Mal ein bisschen angucken. Ne? Und wenn wir jetzt schon mal sowieso gerade in der Gegend sind, lohnt sich das auch mal ein bisschen kurz mal ein Auge zu werfen. Ne, dass wir mal so ein bisschen... Warte mal, lass mich hier noch mal kurz kicken. Ah, ist wahrscheinlich noch kein Händler. Muss man freischalten wahrscheinlich. Muss man frei. Guck mal, schön mit den Palmen, oder? Guck mal. Ist das nicht schön? Boah, die haben aber lange gebraucht, bis die so gewachsen sind. Guck mal, das muss ewig gedauert haben. Bis die so groß gewachsen sind, das hat bestimmt ewig gedauert. Mit die Krokodile. Oh, da steht einer. Bud, das ist Bud. Hallo Bud. Schönen guten Tag. Hey, du hast ja wie nett sein Bruder. Schönen guten Tag. Und mögen eure Reisen sicher sein. Hier ist ja der Ausgang. Naja, schön, dass wir mal eben durchgeritten sind. Muss man ja auch mal gemacht haben. Aber hier ist noch niemand, ne? Hier kannst du noch nichts. Oh, doch! Hier ist was. Trinken, ja? Gut. Ah ja, hier treibt euch alle rum. Handelswaren. Ich hab die feinsten Speisen. Zu teuer. Was hast du? Taschen. Ach, zeig mal. Wenn du willst, kann ich dir mal ein paar Taschen machen. Aber die reden alle hier nicht, ne? Die haben alle das Schweigegelübde abgelegt. Schneiderbedarf, wie es. Sag mir nicht, du hast mal irgendwas, was ich nicht habe. Hast kein Rezept? Hallo? Ah, ihr Kleinen. Oh, du musst da einen schreien. Waren wir da schon? Ah ja, fallen mir die Krokodile. Kokos, wir sind die Kokos. Gut, haben wir mal ein bisschen mal gekickt, wa? Weil? Also riesen Ding hier, oder? Das ist ein riesen ägyptischer Bums, kann man sagen. Oh, warte mal, geht's irgendwo hin? Noch nicht. Vielleicht ein andermal. Vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall vielleicht. Ein ganzes. Oh, was rennt denn hier? Guck mal, Schafe. Ist das nicht scharf? Guck mal. Nee.
Twitch-Party, hier sind Schafe. Guck mal, es frisst sogar Gras. Twitch-Party, hier sind Schafe. Die Herde, ich hab sie gefunden, meine Herde. Nee. Was machen die hier? Außer scharf zu sein. Mann, sind die Schafe scharf. Geil, ne? Die haben sich schön getroffen. Richtig, guck mal, richtig wollige, knubbelige Ärsche. Guck mal hier. Und ein schwarzes Schaf ist auch wieder mit dabei. Naja, natürlich, war ja wieder klar. Da ist ein schwarzes Schaf. Da ist noch eins. Na gut, zwei schwarze Schafe. Was für ein Sound, Alter. Wusch. Was ist denn das? Mit Segel, ja? Ah, achso, während es sich dreht, pumpt es dann Wasser sozusagen. Hey, technisch. Ah, eine Wasserbewässerung, eine Bewässerungswasseranlage hier. Guck mal. Oh, guck mal. Ach du Scheiße. Huch. Oh, da ist einer. Ist ja fast wie bei Outlast, Teil 1. Outlast, Teil 1. Jetzt, Teil 3 mit Hypnos Vault. Oh, ich dachte, ich komme da rüber gesprungen. Muss man ja mal hier sehen haben. Ich finde, wir sollten das mal hier sehen haben. Was ist das hier? So ruhig, ne? So schön gemütlich. So schön ruhig alles. Ach so, ach so. Wow. Da, 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 da. So, sehen wir das mal in den guten Zustand, so, ne? Was? Obelisk der Sonne. Da unten? Kennen wir das da unten? Ah, ist schon gigantisch, oder? Von wo sind wir gekommen? Das da hinten kennen wir, oder? Ich glaube, wir kennen das, ne? In die Pyramide, da kommt man nicht rein, oder? Da kommt man, glaube ich, nicht rein. Aber... vielleicht ja doch. Ob man in irgendeine Pyramide rinkommt? Kommt man in irgendeine Pyramide rin? Da waren wir, glaube ich, noch nicht, oder? Oder doch, oder nicht? Oder ja, oder nee? Glaube nicht. Anscheinend nicht. Ah, guck mal, hier ist dann Uldum wahrscheinlich. Oder nee, das war sehr Naldelda. Genau, sag ich. Jetzt sind wir die verlorene Stadt der Tolvir. Bin ich schon in der Instanz drin? Von wem bin ich die Instanz umgangen, in dem ich jetzt drin bin? Tull. Das ist ganz Tull alles. Kuckuck. Oh.
Ich glaube, wir sind einfach in der Instanz, aus der Instanz. Wir sind so, haben uns reinstanziert, ohne zu instanzieren. Ja, da werden wir uns mal drum kümmern, wenn es soweit ist, oder? Oh, guck mal hier. Ein Anubisköter. Das sind die, wie heißen sie? Oh, da sind Gefangene, oder? Was ist denn gefangen? Ach, Allianzleute. Ja gut, ist nicht so schlimm. Die sind bei uns an der City, sind ja auch im Gitter drin. Also, ne, das lieben die. Also die Allianzleute lieben das ja, ne? Oh. Oh, da. Was geht denn da? Hallöchen. Oh, eine schöne Vase hier. Oh, die ist aber schön. Guck mal. Oh, die sieht hübsch aus. Oh, guck mal, die glitzert sogar in Gold. Oh. Oh, die nimm mal mit. Hey, du da. Was willst du denn für die Vase haben? Die kann ich mitnehmen. Die stellen wir bei uns im OG hin. Beim Händlerposten. Oh, das ist ja noch mehr Glitzer. Oh, ein goldenes Kalb. Ah, ein bisschen steif heute, was? Mit dem falschen Fuß aufgestanden, was? Die andere Vase hole ich dann auch ab, okay? Pack mir mal beide Vasen bitte ein. Dankeschön, wir sehen uns. Der hat jetzt bestimmt gedacht, WTF, was will die von mir? Ja, wird das schon noch sehen. Oh, guck mal hier. Okay. Hoppala, Entschuldigung. Huch, jetzt hätte ich dir fast in den Rücken getreten. Okay, ich würde sagen... Ah ja, hier ist dann die offene, hier ist das offene Dings. Warte mal, haben die hier noch einen Hafen, was zum... Oh, da oben. Ah ja. Jetzt haben wir ihn noch gesehen, oder? Denk mal, was ist denn da oben? Und wir gucken hier nochmal eine kleine Biche drehen noch. Die anfangen zu kämpfen, wenn ich den angreife? Probieren wir es noch mal. Jetzt sterbe ich oder sowas. Tachchen! Ich wollte mal fragen, sag mal, kämpfen die großen Ofen, wenn du kämpfst? Was? Ne? Oh, hast du mich verzaubert? Daneben. Jetzt geht tatsächlich. Oh, das aber daneben. Junge, was macht ihr denn hier für ein Hokuspokus? Naja, der ist ein bisschen daneben. Ich sehe schon, ihr seid ein bisschen, weil ihr schon so lange da seid und ein bisschen. Jetzt los. Und weil ihr ein bisschen veraltet seid. Was du denn da? Oh. Hoppala, das war aber daneben, Gott sei Dank. Bisschen vorsichtig, ja? Oh, das hat weh. Oh, der war knapp. Autsch! Vorsichtig! Brennt euch bloß nicht den Puschel an. Ich muss dann wieder weiter, ja? Wir spielen andermal. Ich habe jetzt keine Zeit. Hier. Oh, ein Tiger. Aber der schläft, oder? Schlaf mal schön weiter, lass dich nicht stören. Die sind ein bisschen erschreckt. Boah, macht denn er hier, Junge? Beruhigt euch mal wieder. Hey.
Sag mal, ihr weckt noch den Pharao. Ach nee, ich bin ja schon wach. Gut. Aber hier ist kein direkter Eingang, ne? Also, sieht aber hübsch aus, aber ist kein Eingang, ne? Mehr Posa, so Posa-mäßig. Posa aus Angosa. So, na gut. Dann suchen wir uns mal, kicken wir, ob wir in dieser Phase den Urbanis haben oder ob wir in den nächsten. Boah, ist einfach ziemlich weitläufig alles hier. Wo sind wir? Wir sind jetzt da. Das ist auch noch ein Dings. Vortex-Gipfel, alter Schwede. Pah. So, die Musik hat mich jetzt fertig gemacht, muss ich mal sagen. Die Musik hat mich auf jeden Fall gut rund gemacht. Was ist denn hier los? Eine Versammlung? Ach, ihr wartet, dass alle. Ach so, ihr wartet, dass ihr nach hochkommt, ja? Warte mal, ich komm mal. Ey Leute, pass auf, ich komme jetzt mal, ich tu mal so, als ob ich hochkommen würde, ja? Achtung! Die warten da schon so lange. Wir tun ihm mal den Gefallen. So, pass auf jetzt. Ach, ist das schön, auf den Berg zu kommen. Huch! Wer seid ihr denn? Jetzt habt ihr mich aber ganz schön erschrocken. aber ihr seid, habt keinen Bock zum Kämpfen, ne? Kann ich verstehen. Ist auch ein bisschen warm heute hier bei euch. Ja, ruht euch mal schön aus. Ruht euch mal schön aus. Guck mal da hinten. Da hinten waren wir schon gewesen. Da müssen wir wieder hin, aber nicht jetzt. Damals, als dieses mächtige Volk herrschte und als hier das Leben pulsierte und der Handel und die Schiffe von der Küste kamen, um hier ihr Gold zu machen. Es war eine glorreiche Zeit, es war eine goldene Zeit. Kieber, das sind normal so Wolken. Haben wir jetzt zweimal? Einmal da und einmal da. Und Jotaku! Ich geh mal pfeifen, dass du reinschaust. Aber dann bündelten sich die Mächte des Bösen und wollten das Reich des Goldes vernichten. Und so trat dieses Reich in Vergessenheit, wie auch alles andere. Und wir lassen dieses Reich wieder auferstehen. Hypnus Ward. Denn der Pharao ist wieder da. Ja. Die Kammer der Sonne. Oh. Ey, das ist ja hier wie... Oh, Digga. Jo. Echt jetzt? Guck mal, die Köpfe von den Dingern da.
der nur zu einer bestimmten Zeit das aufmacht? Vielleicht macht der das zu einer bestimmten Zeit auf oder so. Die Musik. Guck mal, hier geht's auch. Achso. Wahnsinn, oder? Was ist da versteckt? Was ist da? Was ist da das böse Loch? Das böse Loch! Guck mal, da dampft es raus. Mann, bin ich schon fertig davon. Was war denn das gerade? Ah, Glitzer, Glitzer. Glitzer, Glitzer, willst du eine Pizza? Da, da, da. Ey! Du da! Mach mal auf hier! Da, da. Und real, David! Geh mal pfeifen, Mann. Schön, dass du reinschaust. Da, da, upala. Da, 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 da. Oh, oh, das ist ja. Ach, so zum Abbauen. Ich wollte schon immer mal einen unter dem Rock gucken. Oh, ui. Was ist denn hier für ein Zeug? Pyrit-Vorkommen. Ach, Pyrit. Oh, Pyrit ist selten. Pyrit! Kommt vom Pyrit. Guck mal hier, das ist wie bei Indiana Jones. Oh, warte mal. Wir müssen mal kurz diesen hinterher da. Aber warte, warte mal kurz. Eine Laterne. Laterne, Laterne, ich sehe viele Sterne. Kann ich hier noch mal kurz was gucken? Da ist zu, okay. Was ist das? Oh, ne? Und jetzt gehen wir mal da oben. Hier geht man, kann man hier raus? Tatsächlich. Ach, ey, oh, warte mal. Hä? Yes. Okay. Also man kann hier so runterkommen. Und dann? Was soll das bringen? Warum kann man hier runter? Bestimmt muss man hier questmäßig oder so. Pass mal, bestimmt irgendeine Mega-Quest oder so. Das muss krass sein, wenn du hier so runterlatscht kommst mit dieser Quest, vielleicht. Okay. 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 Okay, okay. Krass, oder? Stellt euch das mal ein Real vor, ey. Wahnsinn, jetzt bin ich völlig fertig. Ich bin schon völlig fertig von den ganzen Lumpen hier. Mann, ich bin schon völlig durch. Oh. So, wo ist denn dieser Urbanus? Hier suchen wir jetzt das mal. Ich bin ja völlig durch. Der ist da, glaube ich. Boah, der hat einfach random gerade die Schätzung random richtig gehabt. Wo sind wir denn? Ich sehe mal ja nicht da. Jetzt seht mal. Huch! Achtung, Berg! Ja! Ja, so jetzt. Der war groß, der Berg. Der Berg, der Berg. Der war groß. Da ist er, die. Ach, auf der Brücke da. Oder? Ja, gut. Wetten, dass wir in der falschen Phase sind? Da, 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 da. Auf der Brücke bin ich ganz verzücke. Denn dort traf ich natürlich eine Uhr. Ah, guck mal hier. Huh? What the fuck? Hier waren wir auch noch nicht. Wollen die denn da glotzen? Glotzi, glotzi. Oh, schön. Hallo, schönen guten Tag. Wie kann ich euch helfen? Können Sie mir erklären, was das hier ist? Uldum steht in eurer Schuld. Übertreibt man nicht. Red mir mal jetzt hier nicht was ein, dass nur nach dem Motto, ihr steht in meiner Schuld und jetzt mache ich noch mehr für euch. Nee, nee, so funktioniert das nicht. Was macht der da? Winken die da oder was machen die da? Was macht ihr da? Was machst du da? Hallo? Also, du bist fasziniert, okay? Ja, kann man ja auch. Also du stehst auf die Pflanze. Hauptsache, ihr baut hier keine Drogenpflanzen an.
So, was haben wir denn hier noch alles? Das ist ein Briefkasten? Ne, was? Ach, die Vasen wieder. Sehr schön, Kleinformat. Dann nehme ich die Kleinen auch mit dir. Pack mir die dann mal ein, ja? Hallo? Aber ihr habt ja keine Fische drin. Ich will euch jetzt nicht so nahe treten, aber ich muss noch mal kurz mit dem reden. Kostet mir wieder Zeit, aber muss ja sein. Einer muss sich ja darum kümmern. Hallo, Herr Ahmed. Herr Ahmed. Fehlt es euch an etwas? Ja, und zwar, da sind Fische. Es fehlt an Fische. Ich weiß euch, ihr steht wahrscheinlich auf diesen grünen Tang, der da drin ist. Und das ist bestimmt auch eine super Pflanze und bestimmt macht die richtig high und richtig breit. Aber so meine Leute, wenn die hier kommen, also auch von der Allianz-Seite, die wollen da Fische drin sehen. Ich weiß, klingt jetzt komisch, ist aber so, ja. Also die stehen da jetzt, also irgendwelche Pflanzen im Wasser anzugucken, ist jetzt nicht so, also, verstehst du? Also verstehen wir jetzt nicht falsch, aber ich würde noch ein paar Fische drin machen. Ja, Harry Potter, der vielleicht begnügt sich der damit, aber ich glaube auch nicht, der will wenigstens eine Schlange drin haben. Aber macht mal ein paar Fische drin, okay? Ihr bringt uns Hoffnung. Siehst du, sag ich doch, ne, ich helfe doch gerne. Siehst du, jetzt wisst ihr Bescheid, ne? Also besorgt mal, wenn du, pass auf, wenn du keine Fische findest oder so, sag mir Bescheid, ich komme von der ich bin Mitglied in der Angelmeistergilde. Wir besorgen dir jeden Fisch, den du haben willst. Glaub mir, wir können dir, also boah, du glaubst gar nicht, wie viele Fische es gibt. Ich stell dir einfach vor, Fisch und dass alle deine Fischträume gehen in Erfüllung. Ich kann dir alle Fischträume erfüllen, die du hast. Ne? Weiß Bescheid. Also wir sehen uns. Muss ja mal ihnen gesagt werden. Die denken wahrscheinlich, dass das hier voll ankommt mit der Pflanze. Und der, verstehst du, guckt sich doch keiner an. Wir wollen Fische da drinnen sehen. Naja, mal Mensch. Pflanzen, also was sind wir denn jetzt hier, Mensch? Pflanzen. Ja, guck mal die Pflanzen im Aquarium an. Na hör mal. Kann ich ja gleich, wie nennt sich das diese Ding, wo Pflanzen nur drin sind? Ein Terrarium ohne Tiere oder wie nennt sich das? Ist hier. Mach einfach nur einen Sonnenschutz, dass ich hier rumschillen kann, ja, oder was? Schön! Ja, ja. Ja, ja, ja. Boah, ich bin fertig. So, los, Urbanus, wo bist du, du alte Lüderlu? Da irgendwo. Ja, der ist auf jeden Fall nicht in dieser Phase. Wenn man Glück haben, ist er vielleicht in einer anderen. Wenn nicht, dann das aber schon. Hey, da bist du ja. Da bist du, willst du noch? Tatsächlich, der will mit mir kämpfen. Na dann, Digga. Ey, Herr Obalis, damit habe ich gar nicht gerechnet, dass Sie mit mir kämpfen würden wollen. Ich dachte, wir sind in der falschen Phase oder so. Ey, das ist voll geil, dann geht's jetzt weiter. Auf den langen Weg, die größte Meisterin der Meister zu werden. Praktisch selbst Pokémon, die Pokémon-Leute würden den Hut ziehen, weil das ist ja praktisch fast wie Pokémon, was wir hier machen. So, sind Sie denn bereit, Herr Obalis? Ich nicht. Warten Sie mal kurz, Herr Obalis. Ich muss mal kurz gucken, dass ich die passenden Tiere für Sie finde. Sie sollen ja auch nicht enttäuscht werden von mir. Wie spät haben wir es? 20:51. Wir liegen gut in der Zeit, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. WoW? Nee. Kampfmeister, meine Freunde. Hoffentlich hat er den. Ich will jetzt nicht so viele Heilbinden verbrauchen, um den richtigen Kampf zu führen. O-B-A-L-I-S. Ding, bong. Tatsächlich, den gibt's. Nein! Oh. 79 Seiten! 79 Seiten mit Haustierkampfvorschläge. Wieder, alter Schwede! Ey, Spatz hat schon 25 und der sagt sich einfach auch, bei uns kannst du wieder 25. Warte mal, jetzt hat sich was verändert. Hä? Jetzt sind es nur noch 16. Aber eben waren es noch, wie viel? 79? Was ist denn jetzt los? Warum ich aktualisieren? Eben waren es noch, jetzt sind es nur noch 16. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Hä? Jetzt verstehe ich die Welt gerade nicht mehr. Jetzt sind es nur noch 16. Eben waren es aber 79. Also manchmal, manchmal, aber nur manchmal. La 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 la. So, wir lassen mal kurz gucken. Das ist hier praktisch, eigentlich ist das auf Kalimdor-Seite, muss man ja mal sagen. Also kommt das in den Ordner.
mit Kalimdor. Muss ich mal so sagen. Ach, ich hab mir den sogar schon vorher gemerkt. Okay, warte, da muss ich kurz mal reingucken, ne? Ich hab den schon vorher gemerkt. Na, hoffentlich, zeig mal her. Kriegsbot G und Netherdings. Na, du zeig mal, was? Und ein Levelpad. Echt jetzt? Ich dachte, der ist so stark, dass er kein Levelpad benutzen kann. Dann zeig mal her. Hab ich einen Kriegsbot? Tatsächlich. Na, wunderbar. Kriegsbot? Oh, die Musik muss er jetzt leiser machen. Ich fall sonst vom... Ja, ist da netter, oder? Netter Feendrache, oder nicht? Da. Und noch ein Levelpad. Ach ja, nimm mal den. Und ich kann 1 Stufe Levelpad mitnehmen? Echt jetzt? Ich dachte, das ist so ein harter Duty, der Herr Obalus. Nein, hör mal! Ja, gehen wir am besten der Reihe nach. Scheiß drauf. So. Ja. Und was sagen wir? Was? Und das ist echt der schnellste, ja. Also das ist mein Favorit. Sag mal, was haben wir denn noch? Götze haben wir noch mit meinen kleinen Bling. Da habe ich keinen Bock drauf. Götze ist immer so ein bisschen schwerfällig. Da habe ich jetzt nicht so Bock auf Götze. Da haben wir noch Knochenjungtier. Habe ich am Start. Und Smaragdgrüner Bla. Habe ich am Start. Hätte ich am Start, sagen wir so. Was haben wir noch? Icky und Eisenstängelchen. Und den Pandarendrachling. Habe ich am Start. Und was haben wir noch? Klein Bling, Traumwebling haben wir jetzt am Start. Und Wüstenspinne haben wir nicht am Start. Also nehmen wir doch das erste. Okay, was sollen wir denn da? Was machen wir denn da? Piep, 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 piep. Moment, please. Der kommt dann aber unter Haustiermeister, wenn es soweit ist. Na, hoffentlich klappt das. Also, wir brauchen da Minenfeld. Ist hier nicht. Minenfeld. Rakete. Rakete. Immer noch Rakete. Hey, was ist eine andere Rakete oder was? Der Mondfeuer. Okay, da geht es mit Mondfeuer weiter. Haben wir schon. Arkanschlag. Lebensraum. Warte mal. Lebenstausch und da kann Schlag, bis er stirbt. Na easy doch, machen wir doch. Pass auf, und jetzt kann ich dir mal zeigen, ihr süßer Honig, pass auf jetzt. Du, 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 du. Mann, bin ich gerade benebelt im Kopf. Süßer Honig, pass auf jetzt hier. Also, das kommt bei mir unter die Haustiermeister, richtig? Meister der Meister. So, da kommt er hier rein. Jetzt haben wir ja schon hier unsere Combo zusammengestellt und machen Speichern unter und schreiben dann hier einfach Obalus und Speichern machen. Jetzt haben wir hier Obalus. Slot 1, 2, Levelpad. So, in diesem Fall können wir hier noch Rechtsklick machen, Notizen und können schreiben Slot 3, richtig? Slot 3, Levelpad. Levelpad. So, hoffentlich funktioniert das so. Werden wir jetzt sehen. Ja, das wäre ein Ding, wenn wir den jetzt besiegen können. Das wäre schön. So, Herr Obalus, wir sind nun endlich gekommen, um uns der Herausforderung zu stellen, Sie zu besiegen. Auf unserem Weg zu den anderen Meistern. Also, tatsächlich, der will wirklich kämpfen. Das hat mich erstmal gespannt. Geil. Wie viele Lebenspunkte? Aha. Ist ein Wildtier. Was hat er noch? Wildtier, Kleintier und ein Flugvieh. Okay, also wir müssen einen Minenteppich machen, richtig? Autsch! Mistvieh! Dann Rakete abfeuern. Attention, please! 9-0. Autsch.
Also Rakete, bis er stirbt, ja? Du hörst weg. Rakete, bis Kriegsbot stirbt. Achso, also Rakete und dann Rakete bis... Aktiviere netter Fehlmache. Also gut, wir machen also weiter, ja? Ja, schaffen wir. Der kommt aber wieder. Feuer! Da ist hier was los, Alter. Wir hätten die Musik mal ein bisschen leiser machen. Feuer! Noch immer kriegen wir wahrscheinlich nicht. Autsch! Das war ja mein von denen. Mistvieh! Aber jetzt kommt die Kleine und die Kleine, die ist ganz gemeine, sag ich dir. Feuer! Aber es ist zu früh. Ja, das ging ja daneben. Das ging daneben, hallo! Arkanschlag bis 4 ist der Phylo stirbt. Heißt der Phylo tatsächlich? Arkanschlag? Ist der sicher? Und... Autsch! Okay, einen kriegst du noch. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Autsch. Die Motten sind immer gefährliche Viecher, das sag ich dir. Jetzt kommt der große Skarabäus. Ein Krabbelvieh. Und da steht, wechsel zu deinem Levelpad. Ach. Ach ja, na denn, gehen wir zum Levelpad. Dachchen. Was hat denn der da gemacht? Lebensraub. Und dann rauben wir das Leben. Hoffentlich überleben wir das. Oh, das war knapp. Lebensraub. Hoffentlich, welche Geschwindigkeit hatten wir? 311 gegen? Der zieht zuerst, das schaffe ich nicht, das sterbe ich jetzt. Na toll. Ja, das habe ich jetzt nicht überlebt. Dankeschön. So viel mal zu deinem Vorschlag. Jetzt muss ich mit, Gott sei Dank, weil ich ein 22er Levelpad habe. Das war ja wohl nichts. Keine Chance. Der hat ja 300. Der hat ja 311. Der fängt immer zuerst an, der Vogel. Aber ich halte mich gut. Scheiße. Drecksie. Ja, danke schön. Hier ist irgendwas schiefgelaufen. Ich hätte doch nicht einwechseln sollen. Na, das war ja wohl. Jetzt muss ich wegen die Scheiße muss ich jetzt eine Binde opfern. Muss man Musik ein bisschen leiser machen. Okay, das muss den Nerven zusammenbringen. Jetzt machen wir mal. Theoretisch, also in der Aufnahme müssten jetzt theoretisch jetzt schon alle schlafen, glaube ich. Es müssten jetzt schon längst alle eingeschlafen sein. Toll, jetzt muss ich meine kostbare sammelnde Heildings benutzen. Ah nee, scheiße, ich hätte von Haus aus eh mal von Hand, glaube ich, heilen können. Glaube ich. Oder? Ich hätte von Hand heilen können. Naja, nur ist zu spät. So, also, das war ja. Gut, bei den Meistern sollte ich vielleicht doch nicht mit Levelpad arbeiten. Lieber auf Nummer sicher gehen, weil ich will eigentlich gewinnen. Also ich will jetzt nicht nochmal verlieren. Das heißt, wir nehmen mal kein Levelpad, wir haben aber trotzdem abgespeichert, dass wir mit Levelpad arbeiten können. Ich will jetzt erstmal kicken, was da drauf hat. Wir hauen jetzt mal richtig in die Vollen jetzt hier. Wir holen mal unseren, was haben wir gesagt, Fliegeteil ist dabei, ein Wildtier und das war das andere, ein Kleintier. Zum Schluss kommt praktisch das Fliegeteil. Okay, zum Schluss kommt das Fliegeteil. Das heißt, wir brauchen stark gegen Fliegeteil. Sag mal her, was hast du uns denn so zu Bieterchen, Macherchen? Ja, dann nehme ich den, ich sowieso gerade nehmen. Ah, nee. Wir nehmen den, der ist richtig, obwohl der ist zwar geil, aber der ist nicht so stabil, der Bodhi. Der ist zwar stabil. Nee. Mann, ich brauche die, mit die ich schon gekämpft habe. Genau, warte mal. Sortiert ihr nicht nach Favoriten? Das sind die ganzen Favoriten, das kann doch nicht sein. Doch, dann sind das die Favoriten, die ich im Moment als Favoriten habe.
Na, hör mal, ja, dann nimm mal den Hund. So, und der nimmt dann, zeig mal her, ist alles schickilacki. Der ist doch aber gar nicht gegen Flugteile. Warum sagt er, dass der gut gegen Flugteile ist? Wenn der ja nicht gegen Flugteile ist. Das ist ein Ding zum Anklicken gegen Flugteile. Das ist ja nun nicht gerade die beste, wenn nur ein Teil zum Anklicken ist gegen Flugteile. Will er mich verarschen? Ja, das doch nur. Ja, Albtraum, aber das ist doch das Einzige gegen Flug. Ja, und Albtraum, nur Albtraum, was macht Albtraum? Ruft Albträume beim Gegner hervor, die 94 magischen Schaden zufügen und seine gehaltene Heilung 2 Runden lang um 50 verringern. Naja, der heilt sich ja nicht von. Da ist also, ja, wie bringt da nichts. Der bringt da ja nichts. Na, Sakram blöd, das ist doch nicht stark gegen Flugteile, was wird er mir erzählen? Erzähl mir doch mal so was jetzt hier. Das ist der, unser, also doch wieder, doch er. Ja, der, also doch. Also doch. So, der ist übelst. Genau, der hat alle den Flug. Vergiften, töten, ausräuchern, genau, das ist er doch. Da ist er doch, der Tödliche. Der Tödliche, der Töten, der Tödle. Nochmal. Ich glaube, da habe ich. Ich glaube, gegen den kann ich bessere Kombos spielen eigentlich. Die noch nicht auf der Seite dargestellt sind. Aber nimm mal das erstmal, vorhin, die hat ja nur 1500. Okay, der Teppich hat es nicht wirklich gebracht, oder? Dieser komische. Oh. Ah, ja, gut. Ey, die Schlange. Ich sollte mal eher welche nehmen, die schneller sind. Der hat 311 Geschwindigkeit, Junge, gegen 260. Der fängt immer zuerst an. Das ist eine Benachteiligung. Das ist nicht. Boah, wir schaffen die Schlange nicht. Oh doch, jetzt schon. Das reicht nicht, die fängt ja wieder zuerst an. Das ist ja mal richtig pissig. Na, wenigstens funktioniert der Mondfeuer bei der, denke ich mal. Aber irgendwie voll die Verschwendung, Mondfeuer. Also irgendwie ist Mondfeuer jetzt voll die Verschwendung, finde ich. Das haut so nicht hin. Wie schnell ist der? Ja, Geschwindigkeit 525, natürlich. Ey, was ist denn das zum Vorschlag? Der funktioniert nicht, was die da vorschlagen. Das muss ich passen. Dann bin ich tot, wenn ich passe. Wenn ich jetzt passe, bin ich tot. Also das spiele ich jetzt mal durch. Das schaffe ich niemals. Ich muss jetzt schon Lebensdings machen. Das haut nicht hin. Ja, und dann krieg ich gerade mal so. Das ist lächerlich, alter Schwede. So, jetzt muss ich ganz anders spielen. Das steht ja nicht da. So soll man ja nicht spielen. Ich muss ja so spielen. Ich kann ja nicht so spielen, wie der mir das gerade da vorschlägt. Das geht ja nicht so. Toll. Ich kann so nicht spielen. Also. Oh. Das ist ja mal eine Pisse. Und der Typ ist ein Kleintier. Das, warte mal, war nicht letztens. Das ist zum Schluss ein Kleintier, dann habe ich jetzt falsch. Aber der geht trotzdem noch. Also erstmal den. Oh Mann. Ich sterbe. Scheiße, ich verliere wieder. Nein, das gibt's noch nicht. Ah,
nee, ey. Nee, nee, nee. Bro, kurze Frage. Sagt Fadi, Fadi, Hallöchen. Ditsch, gib mal Five. Kurze Frage, funktioniert das mit den WW-Drops, Loot? Muss ich jetzt 4 Stunden hier zuschauen oder wie läuft das genau? Muss ich nicht, du kannst auch woanders kicken gehen. Ja, also es müsste theoretisch gesehen hier oben bei dir muss so ein Balken sein, der abläuft. Ja, hier muss so ein Balken sein, der bei dir abläuft. Und wenn der abgelaufen ist, dann musst du, ich habe dann immer bei den anderen Streamern, habe ich aktualisieren gemacht. Ich glaube, muss man aber nicht unbedingt. Ich habe das aber sicherheitshalber gemacht. Aber zum Schluss habe ich mir noch die Haare gefärbt und Haare gewaschen. Da habe ich das nicht mehr gemacht und habe aber anscheinend trotzdem meinen Lot bekommen. Aber ansonsten habe ich dann immer, wenn der Balken runtergelaufen ist, habe ich dann immer aktualisieren gemacht. Aber der ist weg. Ja, da muss ja da auch was stehen, ob du den Lot bekommen hast. Wenn der Balken weg ist, dann musst du ja die 4 Stunden haben. Aber nicht bei mir, weil ich bin noch nicht 4 Stunden da. Das heißt also, dann hast du woanders schon geguckt und hast den Balken voll. Musst mal kicken, kannst ja raufklicken. Du musst bei dir auf deinem Twitch steht unter Benachrichtigungen hier oben, wo das Briefkästchen ist oder so, oder Flüstern oder Briefkästchen, da steht, ob du deinen Loot bekommen hast. Also, ob du das erfüllt hast. Oder warte mal, nicht da? Doch, da steht, du kannst dir jetzt Golem Wrestler Machine of the Wall bla sichern. Du findest deinen Loot Drop auf deiner Inventarseite, schnapp dir den und bla. Und wenn du darauf klickst, kommst du auch zu dieser Inventarseite und da siehst du auch mit dem Häkchen, ob du das erreicht hast. Ja. Achso, kann sein, dass du noch wahrscheinlich deinen Twitch-Account mit deinem Battle.net verbinden musst. Sonst funktioniert das nicht. Also wenn du dein Battle.net mit Twitch nicht verbunden hast, dazu musst du zu deinem Battle.net-Account gehen. Da musst du unter Battle.net-Account gehen, unter Verbindungen. Und bei Verbindungen musst du Twitch mit deinem Battle.net verbinden. Und dann kannst du kicken und dann läuft die Zeit. Wenn du das nicht hast, dann kriegst du das nicht. Du musst also erst dein Battle.net mit Twitch verbinden sozusagen. Verstehst du? Verstehen? Verstehst du? Ja? Bei Battle.net gehst du auf deinen Namen und dann gehst du auf Account-Einstellungen. Und bei Account-Einstellungen gehst du auf Verbindungen. Und bei Verbindungen suchst du dann Twitch und da machst du Verbinden. Und weißt du Bescheid, ne? Das zeigt 10-mal verloren gegen den Vogel. Ja, das kann nicht wahr sein. Er zeigt 10-mal verloren. Das muss ich noch eine Binde auf. Nee, warte mal. Doch, der Ding ja nicht anders, oder? Der Ding nur mit einer Binde. Zeig mal nochmal hier, ob ich hier oben heilen kann. Ja, immer kann ich doch. So, und jetzt muss ich dann eine Stunde warten oder so. Habe ich jetzt geheilt? Ah ne, jetzt habe ich zufällig ein random Haustier rausgeholt, oder? Nee. So, immer kann man das machen, oder? Alle 8 Minuten? Okay. Also ich muss sagen, die Combo ist jetzt nicht gerade die stärkste Combo, dass man so wegstirbt. Finde ich jetzt nicht. Bin ich jetzt nicht so begeistert, muss ich mal sagen. Finde ich jetzt nicht so begeisternd. Machen wir nochmal. So, Herr Obales. Runde 3. Alle guten Dinge, Herr Obales, sind 3. Okay, warte. Also der Vorschlag von der Seite hat mich jetzt 2 Verluste gekostet.
Bereit für ein Duell! Jawohl! Also ich kann mir nicht helfen, dieser Bomb. Oh, guck mal, dieser Bombenteppich. Ja, wenn er mal die. Wenn er das mal allein würde mit 1000. Der macht doch jedes Mal, cheatet der doch. Der Haustiermeister cheatet. Ich muss es leider zugeben. Gib ihn jetzt. Zumal würde ich dem Bot lieber Platten geben. Einfach nur Rakete schießen ist unter seiner Fähigkeit. Der kann sich viel stärker machen mit dem Platten geben und sowas alles. Da, der macht mich doch schon wieder fertig. Er zieht auch immer zuerst, weil er einfach schneller ist. Ich hätte mir die Platten geben sollen. So, und jetzt muss ich aufpassen, jetzt muss als nächstes das Flugvieh kommen. Noch schnell die Schlange wegmachen. Oh, haut die rein. Haut das Mistvieh rein, Alter. Macht er nicht. Wieder eine Geschwindigkeit von 1000? Ja, eine Geschwindigkeit von 5000 gegeben. Na, er macht mich einfach fertig. So, du Drecksvieh. Komm noch einmal. Ja, lass es mich das. Ja, er hat's überlebt. Ich hab's überlebt. Oh nein, er hat abgewehrt. Er hat abgewehrt. Das wär's jetzt gewesen. Und Schuss, jetzt bin ich tot. Oh, jetzt habe ich wieder zwei Viecher, gegen die ich keine Chance habe, Mann. Der Schaden reicht nicht. Der Schaden wird beim jeden Einsatz erhöht. Ja, beim zweiten Mal bin ich schon tot wieder. Und wenn ich Mondfeuer bin, fehlt mir das bei dem anderen Vogel. Wie viel Abklingzeit? 3 Runden. Probieren wir es. Aber jetzt zählt es mir. Aber ich habe ja noch das. Lebenstag, ich muss sehen. Oh, der war gut, der war gut. Der war wichtig. Na, damit hat er jetzt nicht gerechnet. Damit hast du nicht gerechnet, wa? Ich mach mal jetzt schon. Ja, ja, mach du mal. Ja, danke, dass du mir so viele Lebenspunkte wiedergegeben hast. Das reicht nicht, Mondfeuer reicht nicht, du hättest das andere machen sollen. Warum hast du das andere nicht gemacht? Was denn jetzt? Also. Das reicht nicht, ich sterb schon wieder. Oh, leck mich am Arsch, Alter, das kann doch nicht wahr sein, ey. Woher hast du das Team? Wie? Zusammengestellt. Und Lisa, hallöchen. Gib mal Feier, schön, dass du reinschaust. Das, meine Damen und Herren, war der nächste böse, böse Verlust. Aber fast, oder? Fast. Wir haben ihn fast gelegt. So ein Sohn, alter Schwede. Nexus. Wird Zeit für Nexus. Es wird einfach Zeit für Nexus. Nexus kommt jetzt. Kommt der Next Level Shit von Nexus. Ja, so machen wir das dann. So, ein Anomalous haben wir noch. Haben wir noch mal einen Kriegsbot? Haben wir noch einen Reservekrieg? Wahrscheinlich nicht, oder? Hä?
Was schreibe ich denn da? Doch, ist doch richtig. Hä? Mann! Nee, ich hab nur eben. Warte mal noch kurz, ich will nicht meine Binnen alle wieder, ich sammle die für die Dungeons-Kämpfe und nicht für irgendeine Random-Meister, die auf oben steht. Dafür sind mir die Binnen so schade. Hat mir schwer erarbeitet, meine Binnen, Mann. Ja, genau, warum nehme ich eigentlich nicht das Sternchen? Richtig, der Bot wird jetzt ausgelöst, mach's gut, Digga, war schön mit dir. So, wir machen jetzt mal meine Strategie. Schnauze voll von den Scheißern. So, und wir als erstes hauen bei Ihnen rein. Und dann würde ich sagen, nicht als erstes, sondern gib mir mal einen neuen Anu. Ich habe ja die dreimal in weiser Voraussicht. Habe ich Ersatzspieler mitgebracht? Natürlich, Mann, Digga. Aber einen Feen muss ich mir noch, einen zweiten Feen muss ich mir unbedingt noch. Aber für Feen kommt jetzt, der alte Nether kommt jetzt für Feen. Jawohl, Digga. So. Jetzt kommen wir mal mit einer ganz anderen Knallbumse. Guck mal her. Guck mal gespannt. Wir haben ja als erstes kommt ja praktisch die Schlange. Dann kommt der, die Drecksmotte, die ist richtig pervers. Die ist ja Fly, die Motte ist Fly, die kommt als nächstes. Das heißt, wir machen es so. Er vergiftet erstmal alles schön, damit alle schon mal ein bisschen rumgiften sozusagen. Genau, genau und genau. Ah, da ging nicht gut, warte mal. Und wenn das Ziel vergiftet ist. Ganz genau. Na, so viel Zeit haben wir nicht, weil wir ziemlich schnell tot sind. Aber warum nicht? Wenn wir dreimal drankommen dürfen, dann haben wir ja schon was. Okay, so müsste doch ganz gut sein. Eben heilen können wir auch wieder. Wunderbar. Lassen wir erstmal. Ist ja alles geheilt, oder? Ist ja alles voll. Okay. Dann Attacken, please. Warte mal. Machen wir ein bisschen mehr Musik, dass wir ein bisschen Dramaturgie haben. Lass uns die Musik stressig genießen. Angriff! Bereit für ein Duell? Jawohl! So, jetzt. Erstmal. Ah, weiß nicht so, wa? Mistvieh! So, dann hier. Ich hab falsch gemacht. Ich hätte doch das andere nehmen, wo ich alle mit vergifte. Das war jetzt falsch gewesen. Scheiße. Das war Pisse gewesen. Ah, da hab ich falsch gemacht. Ich dachte, das andere ist mit alle vergiften. Da hab ich nicht aufgepasst. Scheiße. Gut. Tja. Ja, dann. Na, das läuft jetzt falsch. Okay, mach erstmal so. Nee, das läuft jetzt falsch. Das läuft falsch. Oh, Pissschlange, Mann. Das kann doch nicht sein, Alter. Das kann doch nicht sein. Jetzt schaffe ich nicht so. Das war dumm. Oh, warte mal. Ah, jetzt macht er den wieder. Boah, so ein Mist, ey.
Ja, das kannst du ja schon machen. Mann, ey, du gibst doch nicht, ey. Hat sie als Geschwindigkeit 525. So. Nochmal, bitte. Der ist gut. Bam, der war gut. Oh, Scheiße, haut's richtig. Und bam! Yes! Jawohl, Sir! Da ist er, der Nexus. Die Zähmung des Katalysmus, jawohl! Ich hab den Katalysmus gezähmt, alter Schwede. Auskatalysiert hat er sich. Ah, mit dem Nexus habt ihr nicht gerechnet, wa? Deswegen heißt ja auch Nexus. Tschüss, jetzt kommt der Nex. Nexus hat den Nex eingeleitet. Jawohl! Ja, so, das ist also die richtige Kombo gegen den hier. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal neu speichern. Vielen Dank, süßer Honig. Vielen Dank. Ach, vielen, vielen Dank. Die Meisterin hat zugeschlagen gegen Obalis. So, neue Skillung. Wir merken uns jetzt die neue gegen Obalis. Und zwar diese hier. Aber das ist noch nicht die beste Spielung. Also ich fühle noch, ich kenne ja so ein bisschen jetzt meine Haustiere, bloß die fallen mir jetzt alle nicht ein. Aber da geht noch mehr, noch schneller, noch besser. Weil wir haben rumgelust gegen die Schlange, das geht ja nicht. Irgendeine Schlange, verstehst du? Irgendeine Schlange macht mich fertig, Junge. Da habe ich Tiere, die so eine Schlange völlig auseinandernehmen. Mir fällt das keiner ein. Und was er vorher geschlagen hat, das hat mir jetzt ohne gefallen. Und vor allen Dingen dann gegen die Geschwindigkeit, mit 500 Geschwindigkeit. Das heißt, das Vieh musste betäuben, damit der seine Geschwindigkeit da nicht ausnutzen kann. Verstehst du? Du musst dieses Vieh betäuben. Da braucht irgendein Vieh, was den dann betäubt, zwei Runden lang oder so. Und dann ist er, kann er noch so schnell sein. Dann ist er erstmal betäubt und wenn er wiederkommt, ist er tot, Mann. Aber gut, hat der funktioniert erstmal. Wir haben jetzt erstmal was. Ich glaube nicht, dass der hier eine Tagesquest hat, oder? Wenn ja, ist das auch nicht schlimm, weil wir haben ja jetzt was. So, das speichern wir mal. Speichern wir die Kombo mit Obalis. Hey, warte mal, den schreibe ich jetzt dazu. Und vor allen Dingen mit einem Levelpad. Also das, was die da vorgeschlagen haben, das kriegst du niemals mit einem Levelpad hin. Niemals. Also hat ja einen Glückstreffer gelandet. Ich habe ja zehnmal. Nee, das funktioniert nicht. Das heißt, ja, das ist ja. Levelpad, wir machen mal hier Fragezeichen. So, mal so. Wir halten uns mal die Option offen, aber. Meine Version. Ohne Levelpad. So, ne? Meine Version ohne Levelpad. Aber da geht noch was. Also da ist noch, der Einzige, der hier aus der Reihe tanzt, ist ja der mit seiner 500 Geschwindigkeit. So, speichern das mal bei Obalis nochmal. Zack. Heile machen. Wunderbar. So, Herr Obalis, was sagen Sie dazu? Nun ziehen Sie doch nicht so in Ihr Gesicht. Ich meine. Es war doch klar, irgendwann wird doch der Schüler zum Meister. Ne? Und vom Meister zum Obermeister und vom Obermeister Meister der Meister. Naja, und wie Sie sich gerade gemerkt haben, treten sind Sie gerade gegen die zukünftige Meister der Meister angetreten. Das ist doch ganz klar. Vielen Dank, Herr Obalis. Warten Sie, Moment, um ihn zu ehren. Ich sollte mir das vielleicht auch nochmal auf ein Makro legen oder so. Man muss ja auch ehrfürchtig sagen. Wieso denn nicht? Das ist meine Katze. Hallo Katze! Vielen Dank, Herr Meister. Hallo! Wie großzügig! warte mal, ich mache es mal hier weg. Wir haben Obalis, jetzt geht's weiter mit unserer Odyssee durch die Haustierkampfmeistergeschichten. Okay. Oh, da gibt es ein schönes Säckchen. Ja, ein L. Und warte, muss noch mal, bedanke ich mich nochmal. Oh, danke. Ah, besiegt Obalis in einem Haustierkampf.
Oh nein, der hat tatsächlich Tagesquest. Ich krieg ja ein Kind, Alter. Der hat Tagesquest, der Vogel. Und er gibt auch noch diese Taschen im Tagesquest. Das heißt, hier muss man hin, um die Tasche zu holen. Die Frage ist, was da in der Tasche drin hat. Wenn er Verbände drin hat, dann ist der ein wichtiger Tagesquestgeber für die Verbände und so. Vor allem, ich krieg nochmal, guck mal, ich krieg hier 9000, fast 10.000 XP-Punkte, ja, für meine. Überleg mal, ich bin bald der nächsten Level. Ja, nimm ich doch, dann mach ihn gleich nochmal platt. Testen wir meine Kombo. Okay, Herr Bales, er kann nicht verlieren, oder? Jetzt will er es wissen. Gut. Wie Sie meinen, Herr Bales, wenn Sie es wissen wollen. Warte mal, was habe ich denn bekommen? Ui, was ist denn das? Des Typs Elementar. Ah, macht ein Elementar sofort in Blau. Sehr gut. Danke, Herr Obales. Können Sie mir Makellosen geben? Das wäre total toll. Da muss ich mir das selber aussuchen kann. Dann los. Herr Obales. Ja, Sie verlieren nicht gerne, oder? Na gut, dann klappe die zweite. Ah nein, ich hätte das ändern sollen mit dem Dings hier. Ich gehe noch einmal raus. Falsch, ja. Das war falsch. Und zwar das hier, dass ich alle vergiften kann. Habe ich jetzt dolles Lebensenergie verloren? Zeig mal her. Nee, oder? Bin noch voll. Einmal darf man ja rausgehen. Richtig? Einmal darf man ja rausgehen. So, jetzt nochmal abspeichern. Hat er das jetzt gemacht? Also okay, warte mal, ich wechsle mal kurz. Ja. So, jetzt. Ja, Obales, tut mir leid, ich muss noch mal raus. Moment. So, jetzt ist los. Herr Obales, Abfahrt. Bereit für ein Duell? Herr Obales, sind Sie bereit für ein Duell? Okay, dann werden wir sehen, ob Sie bereit sind. So, jetzt. Fügt in mein Team genau 500 zu und vergiftet es, sodass zwei Runden lang am Vergiften ist. Ganz genau. So, jetzt werden erstmal alle vergiftet. So. Ja, komm. Oh, ich bin nicht mehr zum Spiel. Aber ist ja. Huch, also. Was haben wir gesagt? Was nehmen wir als nächstes? Ich hatte den ja genommen, ne? Und den zum Schluss, oder? Ne, der zum Schluss ist gar nicht mehr gekommen, ne? Ist gar nicht mehr zum Schluss gekommen. Ne, erstmal den, ne? Und den zum Schluss, den anderen. Ja. Erstmal den. Aber der hat nicht gut ausgesehen, ne? Gegen die Schlange. Erstmal Team vergiften. Oh, das hat gewirkt, guck mal. Ah. Ey, die macht aber auch einen krassen Schaden, oder? Die macht den krassesten Schaden des Jahrtausends, macht die, alter Schwede. Guck mal, ich bin jetzt aber aufgeladen. Wenn ich, achso, ich kann ja. Doch, ich komme nochmal wieder. Ich komme wieder. Los, jetzt gib ihm voll den. Komm, ja, lass dich töten. Jetzt komm wieder und gib ihm voll den Roundhouse-Kick. Voll rein jetzt. Und jetzt voll rein. Und jetzt voll. Yes! So, mehr brauchen wir nicht. Vielleicht können wir nochmal ein bisschen vergiften, irgendwas. Ah, er hat nicht getötet. Ah nein, er macht sich auch, Mann, ey. Ja gut, das war der denn, oder? Naja, kann er einfach so machen. Was für ein Drama, Alter. Was für ein Drama, Junge. Den nehme ich erstmal normal, oder? Der wird ja beim normalen Tod gehen. Den nehme ich mir. Ey, hör auf! Hau ab jetzt! So, weg mit dir. Boah, was für ein Gift, was für eine Eiswolke. So, jetzt. Und jetzt kriegst du das volle Waschprogramm. Genau. Mach erstmal deinen Hokuspokus da. Dann kommt mein Hokuspokus. Oh,
Oh, Digga, damn! Jetzt haben wir die richtige Kombo. Und tschüss. Das war's. Bam, weg ist er. Da ging doch der Diet noch schneller. Ja, tja, also, Herr Obales, Sie wollten unbedingt noch einen Kampf. Ich habe gesagt, lassen Sie. Ich habe gerade vom Schüler und Meister gesprochen, Meister der Meister. Aber Sie wollten ja nicht. Jetzt wissen Sie es, oder? Jetzt brauchen Sie gar nicht so grimmig gucken. Trotzdem war ein ehrenvoller Kampf. Vielen, vielen Dank, Mann. Sie waren ein würdiger Gegner. Und nochmal danke, dass ich nochmal eine Tasche bekomme. Hallo. Und dass Sie gleich nochmal eine Tagesquest losgestartet haben. Vielen, vielen Dank, lieber Meister. Ja, und danke. Ne? Wir sehen uns. Und tschüss. Geil. Und vielen Dank, dass wir kämpfen durften, dass sie überhaupt funktioniert haben. Ja, und bin zurückbekommen. Vielen, vielen Dank, Mann. Tausendmal und einen Dank dazu noch. Also. So, und jetzt kommt der Schwierigkeitsgrad, denn theoretisch geht ja jetzt unsere Odyssee weiter. Wer ist der nächste Meister? Schön, seit Generationen bereite ich mich auf diesen Tag vor. Naja, sehen Sie, jetzt bin ich ja, jetzt hat es ja endlich geklappt, Herr Obales. Ne? Ich komme auch mal wieder vorbei, um mir mal zu zeigen, wie es so funktioniert alles. Ich würde gerade sagen, ah, kann ich schon wieder heilen? Geil. Also die Kombo, also merkt euch die Kombo, die habt ihr ja gesehen. Knallt gut rein, ne? Die Kombo funktioniert. Aber warte mal, sie muss andersrum, ne? Wir haben so rum, ne? Genau, so rum. Nexus zum Schluss, richtig? Nexus-Kram zum Schluss. Das Zahnrädchen muss man richtig spielen und dann läuft es mit dem Nexus ganz easy peasy sozusagen. Aber so läuft der Braten auf jeden Fall. Speichern wir lieber nochmal. So. Obales ist jetzt. Aber der ist ein Tagesquestgeber, der uns auch uns tolle Dinge. Vor allen Dingen gibt der Binden. Wichtig sind ja die Tagesquestgeber, die uns Binden geben können. Alle anderen sind unwichtig, wo wir nichts bekommen. Ne? Außer XP. XP ist unwichtig. Aber anscheinend ist, wo wir was bekommen, wo wir was abgreifen können, täglich sozusagen. Coole Gegner. Eine Schlange ist echt ein richtiges Mistvieh. Aber wo geht's jetzt als nächstes hin? Steht hier schon irgendwo bei der Haustiermeister? Warte mal. Wo es als nächstes hingeht? Der. Was? Die triumphale Rückkehr. Meldet euch bei Werzog und Ogrimmar. Ja, na toll, dann gehen wir doch nach Ogrimmar. Warum denn nicht? Gerne doch. Der Dietria, echt, die. Na, hoffentlich funktioniert der, weil Ogrimmar hat ja manchmal so einen kleinen Bug drin. Ne? Das heißt, wir gehen jetzt triumphierend, werden wir durch Ogrimmar gehen. Okay. Moment. Nicht so hastig mit der jungen Pferde. Warte mal, lass mal kicken. Was haben wir denn noch? Korrigierte Schmuck ist ja Dings, Angeldings. Gut. Machen wir. Ich muss Lulu, Leute. Geht mal alle schon mal Lulu. Ich gehe auch gleich Lulu machen. Oh, die Musik muss man wieder leiser machen. Machen wir gleich. Oh. Oder nee, für OG Mark kann man das mal lassen. OG, guck mal. Oh, jetzt habe ich mich fast ausgelockt. Boah, die Musik. Oh, nun ist aber gut. Was ist denn jetzt los? Ach so, ich kann nicht. Oh Mann, ich habe das ja nicht angenommen oder was? Hä? Meldet euch bei Wetzel. Mach mal doch keine Angst. So, geht mal kurz Lulu. Geht mal auch alle Lulu, wenn er müsst. Wo ist meine Katze? Nicht mitgekommen? Hat der Obales einfach meine Katze behalten? Na, sagen Sie mal, Herr Obales. Oder? Die hat sich gerade nicht richtig. Sieht ihr das eigentlich, diese riesen fette Hordenzeichen hier? Richtig eingestanzt in den Boden, kann man sagen. So.
Soderle. Test, test. Düdel, düdel. Lustig, wie der Dings hier gesagt hat. War das Fadi? Oh, warte mal, Fadi hat noch mehr geschrieben. Ah, nee, warte mal, ich schaue dir einfach zu. Bro, scheint sympathisch zu sein. Danke für die. Vor allen Dingen, Fadi meinte, Mensch, muss ich jetzt hier 4 Stunden gucken? Und das, ich habe das immer noch nicht bekommen, oder? Was Fadi auch haben will, diese komische Wolke, oder? Ist nicht angekommen bis jetzt, oder? Ich will auch die Wolke. Ich habe auch schon 4 Stunden irgendwo gekickt. Muss ich jetzt 4 Stunden kicken, oder was? Boah, muss ich jetzt 4 Stunden nachgucken bei dem Streamer, um diese Wolke zu bekommen? Boah, ich will aber nicht. Ich will die Wolke haben, verdammte Scheiße. Ich will die Wolke haben. Ich will doch nur die Wolke. Warum muss ich da 4 Stunden zugucken? Da, 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 da. Ey, ist doch schön hier bei uns. Ich hab, wo ich zugeguckt habe, war teilweise der Streamer ja nicht da gewesen. Das bei dem Ding, wo man immer 4 Stunden für das Haustier und immer 4 Stunden für das Flugtier, für diese Tier. Wo ist, ich kann jetzt gerade hier, da musste ich, habe ich ja 8 Stunden geguckt. Und die Streamer waren teilweise ja nicht da von den 8 Stunden, verstehst du? Verstehst du? Wir machen ja hier noch voll fettet Entertainment, also Unterhaltung. Ich rede ja die ganze Zeit und mache und tue. Und ihn habe ich gesehen, der ist die ganze Zeit nur geflogen, einfach so völlig sinnlos dahin geflogen, wo ich mir dachte, WTF, was macht er da die ganze Zeit? Wie, um das Vieh zu bekommen hier. Ja, musste ich immer das Haustier und das Vieh hier. Und da, die Streamer waren ja nicht da und der eine war ja nicht da und der andere hat die ganze Zeit nur durch die Hing geflogen. Man hat richtig gemerkt, dem macht das richtig Spaß. Ja, wie sagt ihr, warum der WoW gespielt hat eigentlich denn? Also die Bären, die ich gekickt habe, die haben anscheinend nicht wirklich so. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass die gerne WoW spielen oder dass sie das gerne machen. Ich meine, wenn sie nicht machen wollen, dann sollen sie doch nicht machen. Ich meine, man sollte das doch Spaß machen, weil ihnen Spaß macht. Und nicht, dass dann man sich da 8 Stunden da durchquält oder irgendeinen Scheiß, keine Ahnung. Also wäre mir denn zu blöd, dann würde ich das nicht machen. Also wenn mir das keinen Spaß machen würde, würde ich das ja nicht machen. So. Geht das jetzt hier schon? Ne, wa? Sag mal, ja, kann ich schon auf der Kiste klicken? Nö. Naja, hätte mich auch gewundert. Das hätte mich auch hier wundert wie eine Wunderkiste. So, sag mal, ja, dann fliegen wir mal hoch. Also ich bin der Meinung, dass das bei dem Meister, diesen alten Sturkopf, oder? Okay, fliegen wir mal zu unserem alten Sturkopfmeister. Müsste er ja sein, oder? Ja, ich glaube, das ist er. Das ist er schon. Mal kicken, hoffentlich meckert er. Was ist denn jetzt? Rot? Was war denn gerade hier rot? Na, hör mal, ich angegriffen OG oder was? So, hier ist er, der alte Sturkopf. Und der geht sogar. Manchmal hat er einen Bug drin, da muss er auf eine andere Figur umloggen und dann kann man die Quest annehmen oder so. Oder muss die Zeit ändern mit den Chromie, um dann hier weiterspielen zu können. Ne? Aber die Macke ist, glaube ich, nur beim ersten Mal. Diese Macke ist, glaube ich, nur einmal. Also wenn man einmal für die Leute, die sowas machen wollen, ich sag's hier auch nochmal an der Stelle, ist natürlich völlig Quatsch, weil es gibt so viele WoW-Videos jetzt. Die Möglichkeit, dass das, was ich jetzt gerade sage, irgendjemand hört, ist bei 1:100 oder 1:99. Und jedenfalls sollte der mal nicht eine Quest haben, wo es nicht weitergeht. Hat er bis jetzt nur ein einziges Mal gemacht auf dem Weg der Haustiermeister. Dann muss man halt umlocken auf eine andere Figur, dann geht es wieder, die kann diese Quest annehmen. Aber voraussetzt, sie hat diesen Level, also den normalen, hier irgendein Level muss man haben. Nee, der Level spielt keine Rolle. Und wenn nicht, muss man mit dem Chromi die Zeit verändern. 2 Möglichkeiten, um dass der die Quest dann anzeigt, um weitermachen zu können. Ey, ich weiß, wir wollten doch zum Mondfest, fällt mir mal, aber es ist schon wieder 21. Wir müssen jetzt eigentlich aufhören. Mokra! Herr Fahrzeug! Warten Sie mal, Herr Fahrzeug, ich muss die Musik leiser machen. Zum Sieg. Ja, natürlich! Das Junge, wie so richtig wie. So, jetzt. So. Wie kann ich euch helfen? Ja, Herr Mokra, passen Sie auf Folgendes. Und zwar, ich war jetzt in Uldum gewesen. Was? Ja, in dieser Zeit. Also, es war noch alles heile. Also, man kann sagen, Ägypten steht. Zwar ein bisschen sandig, ein bisschen staubig und so, aber alles ganz gut so, ne? Wasser ist auch noch da und Sonne auch. Ja, und ich habe gegen Herrn Obales gekämpft. Was?
Ja, er hat mich zweimal platt gemacht. Oder was? Dreimal? Zwei oder dreimal hat er mich platt gemacht. Ich glaube zweimal und beim dritten Mal habe ich ihm gezeigt, ja, wer halt der Meister ist. Also wer der nächste Meister der Meister, wer die Meisterin der Meister, Meister ist. Verstehen Sie, Herr Watson? Es war zwar nett, dass Sie mich jetzt durch die Gegend geschickt haben, auch zu Herrn Umbales, aber es war vorherzusehen, dass auch er einsehen muss, er ne, hat. Und dann habe ich ihn natürlich besiegt. Und, aber dann, passen Sie auf, jetzt kommt das Beste, Herr Watson. Also ich habe ihn besiegt. Und dann meint er, nö. Also ich wollte dann gehen. Und dann meint er, nö, lass uns nochmal kämpfen. Und hat mich gelockt mit so einem Tagesquest. Verstehen Sie? Ja. Nee, wirklich. Ich wollte gehen, also, aber er konnte halt nicht verlieren. Er wollte unbedingt nochmal gegen mich kämpfen. Und so nach dem Motto, komm, du kriegst auch einen Tagesquest. Mit Kiste sogar, also Tasche und so. Da meinte ich, nee, besser nicht. Aber er wollte, hat mich ja verlockt. Und dann habe ich ihn beim zweiten Kampf, also beim ersten Mal, wo ich dann, nachdem ich bei den zwei verloren, dann habe ich gewonnen. Und beim zweiten Mal habe ich ihn so richtig platt gemacht, aber so richtig. Und dann hat er auch eingesehen, okay, ich mache nicht noch einen Tagesquest. Ich gebe jetzt nicht noch eins oder irgendeinen Schmankel. Aber er hat dann eingesehen, okay, also dass ich besser bin. Ne? Hab aber niedergekniet und hab mich bedankt und war ganz höflich und ganz nett. Und also, ne, unter Meistern ist man ja auch nett miteinander. Ist ja wie bei der Angelmeister, ne? Ja. Und das wollte ich nur mal so sagen. Also, dann, wie geht's weiter, Herr Fahrzeug? Wo schicken Sie mich hin? Wem soll ich jetzt als nächstes zeigen, wer die Tiere beherrscht? Wem soll ich zeigen, dass ich mit den Tieren sprechen kann? Und sagen Sie es mir. Herr Fahrzeug, ich gehe da hin. Für die Horde. Zur Horde? Na, da bin ich ja schon. Also ich bin ja die nächste Anwärterin der Horde, die Anwärterin der Königin und so. Aber, gut. Seid sicher. Ja, und nun? Oh, wieder ein Fragezeichen, warte. Lockta, wofür wir trainiert haben? Wie jetzt? Was jetzt? Kraft. Ah, ihr seid zurück. Sind eure Haustiere noch in einem Stück? Ah, sehr witzig. Ja, und wie geht's jetzt weiter, Herr Watson? Möge eure Klinge niemals stumpf sein. Ja, aber wie geht's jetzt weiter, Herr? Spieler in Haustierkämpfen besiegt. Ja, das ist ja der Standard. Aber wie geht's jetzt weiter? Muss ich jetzt wieder mit dem anderen kommen, Herr Obalis, oder was? Oder muss ich jetzt erst gegen... Das muss ja noch irgendwie dann weitergehen, ne? Was ist denn das, ja? Einladung der Spectre, ja, das ist das da, wo das Portal ist, ja, ne, ja. Aber wir können ja kurz mal umloggen. Gehen wir mit dem anderen rein. Aber theoretisch müsste es ja weitergehen, oder? Mit dem nächsten Ding. Wir nehmen mal ein Low-Leveling. Testen erstmal mit dem Low. Jetzt muss ich sagen, sag mir nicht, dass ich das jetzt machen muss, was ich gerade versucht habe zu erklären. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber werden wir ja sehen. Nichts gekommen? Was war denn das gerade? Warte mal. Ach so, mein Helm. Ich dachte, das ist da oben links in der Ecke. Da los, reiten wir. Wo bin ich denn hier? Ah, ich bin hier beim Angelmeister. Okay, warte. Wenn wir schon mal gerade hier sind, sehen wir mal, kicken wir mal, ob wir noch ein paar Lutscher abgreifen können. Ja, schön. Hallöchen. Shanky. Zuck, zuck. Zuck, zuck. Danke für die Lutscher. Wusste ich doch, dass du welche für mich hast. Für die Horde. Ja, Mann, das sag ich dir. Warte mal, warte. Bleib stark. Ja. So, reiten wir mal schnell hoch zum Meister. Mhm. Und Ben Crafter. Für die Horde. Für die Horde.
Welche nehmen wir denn? Nehmen wir die hier? Nee. Nein. Wirklich? Ja. Wir nehmen die hier. Brrrr. Vorsicht, meiner beißt. Vorsicht, mein Wolf beißt. Ja, ist ja gut, Wolf, der tut dir nichts. So, mal gucken wir mal, ob das funktioniert. Bam, bam, bam. Also wir sollten jetzt vielleicht die Karte wieder nehmen. Nee, ich befürchte, wir haben wieder, müssen wieder Recherche dann machen, wie wir praktisch die nächste, wie es weitergeht mit der Quest. Ich weiß auf jeden Fall, in Dalaran haben wir auf jeden Fall eine Quest, aber ich weiß nicht, ob das schon soweit ist mit Dalaran. Also das ist es nicht. Ich geh noch, wir gehen nochmal. Thrall Hall, mein Freund. Du hast anscheinend so nicht. Okay, okay, warte mal. Oh, warte mal. Ach, hier war. Nee. Erlernen? Du meinst kaufen, nicht erlernen. Hey, du willst mich wohl verscheißern. Erlernen vor allen Dingen. Da steht erlernen, das ist doch kaufen. Hä? Wieso erlernen? Da steht kaufen. Gibt's doch kaufen, das ist doch Geld. Ich erlerne das doch nicht, ich muss bezahlen. Wir machen das jetzt mal. Hab ich jetzt eine Schlange? Der hat noch nie eine Schlange gehabt. Kraft! Der hat mir gerade eine Schlange verkauft. Ihr sucht doch etwas. Was ist es? Ja, die nächste Quest hier war so. Können Sie auf mir Schlangen zu verkaufen? Was war denn das? Warum haben Sie mir jetzt eine Schlange verkauft? Vorwärts zum Sieg! Ja, nun warte mal. Was braucht ihr? Ja, raten doch mal ein bisschen. Der hat mir gerade eine Schlange verkauft. Für die Horde. Für die Horde, richtig. Hey, wo ist die Schlange? Was ist denn jetzt los? Der hat mir doch gerade... Scheiße, ich hätte mir die Schlange merken sollen. Scheiße, wie hieß die Schlange? Warte mal, steht das unten im Dings? Vor allem Pokémon-Trainer Lordel steht da. So. Hat jemand aufgepasst, wie die Schlange hieß? Ne, wa? Die hieß Schlange. Ja, wäre eine Idee. Schlange. Kann ja irgendwas nur mit Level 1 sein. Ich werde ja wohl nicht so viele Level 1 Schlangen haben, oder? Ich habe ja keine Schlange. Das geht natürlich. Doch, da sind. Aber die hatte ich. Die war bestimmt nicht, oder? Schwarze Kühe. Und selbst, warte mal. Oh, die kann. Nee, von denen. Okay, mal. Von Zandisch. Verkäufer Zandisch. Nee, unser heißt Fahrzeug. Zandisch und Ogrimar? Ach, dann ist der bei den Goblins. Das ist der Typ bei den Goblins. Na, mehr Schlangen habe ich doch noch nicht. Hm. Mystisch, oder? Mann, hätte ich mir doch bloß die Schlange gemerkt, verdammte Scheiße. Aber die ist nicht da. Na, jetzt müssen unter dem Wort Schlange nicht. Wie wär's mit Cobra? Cobra.
Ah, das hat sie schon mal richtig. Irgendein Kriechtier, das ist bestimmt irgendein Wildtier, aber ich habe ja bestimmt nicht nur eben Wildtier, das ist das Problem. Tja, mit dem hat es ebenfalls nicht funktioniert. Oder warte mal. Huch. Ah, oh, war nicht schlecht. Was sind die da? Kochkunstlehrerin. Achso, unten, der ist unten. Okay, dann setzen wir nochmal um auf einen höheren Charakter, weil das ist eigentlich Quatsch. Aber trotzdem, sicher ist sicher. Sind wir so sicher, wie das sicher in sicher, wenn der Sicherheit der sicheren ist. So, haben jetzt alle ihre Wolke schon bekommen? Huch. Na, hör mal. Ist das meiner? Oh, das ist meiner. Hier, ich habe jetzt einen neuen Begleiter. Ich habe ja alle jetzt neu eingestellt. Guck mal hier, die Eier, der Eierkopf hier. Das ist mein neuer Begleiter. Ich habe mal gerade voll erschrocken. Ja, du kannst jetzt erstmal wieder gehen. Ich rufe da dann, wenn Essen fertig ist. So, ja, ich kann fliegen. Wo denn nun? Ach ja, da. Aha, oder? Kick mal hier. Der hat einen Ausruf, oder? Raus damit. Da ist es. Also, jetzt musste ich sogar vorführen. Jetzt musste ich sogar vorführen, was ich euch gesagt habe. Wenn es mal nicht weitergeht, ja? Wenn es mal nicht weitergeht, dann müsst ihr einen anderen Charakter nehmen. Kommt doch mal. Möge eure Klinge niemals stumpf sein. Ah, nun warte doch mal her, Vorzock. Ich versuche gerade den Leuten mal zu erklären. Jetzt habt ihr das mal live so ja im Video gesehen dann. Da müsst ihr einen anderen Charakter nehmen. Welchen Level der Charakter hat, weiß ich nicht. Der müsste vielleicht so einen zu vierten Level haben, damit der denn die Quest hier annimmt. Vielleicht musst du den Level haben von dem, wo du dann hin musst. Zum Beispiel Pandera. Ich muss jetzt nach Pandera. Weiß ich nicht, müsst ihr dann testen. Aber ihr seht, wenn es nicht weitergeht mit der Meisterkämpfe, dann braucht ihr einen anderen Charakter, um denn weitermachen zu können. Wird halt nicht angezeigt. Habt ihr ja gesehen. Jetzt wird es angezeigt. Na also. Also er ist auf jeden Fall ausschlaggebend, dass es weitergeht. Zumindest beim ersten Mal, wo dieser Fehler kommt, gibt er auf jeden Fall die nächste Kampfrichtung. Also praktisch in diesem Fall war es Legion. Und jetzt, nachdem wir die Legionmeister besiegt haben, das sind vier Meister in Legion, das sind diese hier. Warte mal, ich zeige euch das mal. Bin mir nicht ganz sicher, müsste ein bisschen lügen vielleicht. Aber unter Legion ist dann gemeint, wie zum Beispiel der Herr Obalis hier. Dann bin ich mir nicht sicher, müsste ich jetzt lügen, wie gesagt, ob das der Herr Brok hier oben ist. Und dann noch zwei. Wie gesagt, wüsste ich jetzt nicht aus dem Kopf. Das ist dann wieder um Kalimdor und natürlich Königreich. Dass da vielleicht jeweils zwei so eine Meister sind. Oder auf Bedorf oder alle auf Kalimdor. Ich glaube, kann sein, dass das geteilt ist. So, und wenn du das hast und du kommst dann nicht weiter, ne, dass du dann, oder so, habt ihr ja gesehen. Also beim ersten Mal schaffst du nicht, also wenn du die alle, also warte nochmal von vorne, ganz von vorne. Also nochmal von vorne. Wenn du hier alle Meister, deine erste Aufgabe von Herrn Fahrzeug hier ist ja, dass du alle Meister besiegst. Das wird er zu dir sagen, glaube ich. Dass du hier alle diese grünen Meister besiegen kannst. So, und damit du dann das nächste höhere Add-on spielen kannst mit den Meistern, musst du wieder zu Herrn Fahrzeug und dann gibt er dir so ein Ausrufezeichen. Ja? Und wenn das nicht funktioniert, dann brauchst du halt eine andere Figur, so wie wir jetzt gerade hier haben, um dann weiterzukommen. So, ich komme jetzt weiter. Mein Weg führt mich jetzt zu dem Meister nach Pandera. Und da geht es jetzt tierisch ab, dann in Pandera. Loktar. Wie ihr sehen könnt, ist jetzt also das zweite Mal passiert, dass er uns nicht die Weiterführung angezeigt hat. Aber wie gesagt, mit dem zweiten Charakter, also irgendeiner von der, oder mehreren Charakter, wenn du mehrere hast, einer von denen wird dir auf jeden Fall vielleicht dich weiterbringen, dass du das nächste Ausrufezeichen hier bekommst. Sollte das nicht funktionieren, kannst du noch zum Chromi gehen, um die Zeit zu verändern. Manchmal liegt es auch daran, dass die Zeit, dass man in der falschen Zeit ist oder so. Warum auch immer, da ist irgendwo so ein Bug drin, irgendwo so ein Pipi-Bug, den sie nie behoben haben. Anscheinend auch beim zweiten nicht hier. So, dann los, dann nehmen wir das an. Seid sicher. Aber natürlich, Herr Fahrzeug. So, jetzt schreibt er. Jetzt müsst ihr den zähesten Zähmann in ganz Azeroth gegenübertreten. Kytara. Sie haben sich in Pandaria niedergelassen, der Heimat der Großmeister. Jetzt kommen die Großmeister. Sechs Großmeister gibt es noch zu besiegen.
Huana von den Schreinen im Jadewald, Bäuerin Nishi am Tal der vier Winde, da waren wir schon am Anfang, das ist da, wo die Windmühle ist, wisst ihr noch? Wo das Riesenrad ist, diese Wassermühle. Bäuerin von der Dings, da ist auch eine Instanz, die wir noch machen müssen, da gibt es ein Haustier. Dann Moruk in der Krasaran-Wildnis, den müssen wir schon gesehen haben, das ist bei Ned irgendwo da unten, wo das Wasser ist. Den denn Wildnis, den mutigen Jon am Kunlan-Kahn-Gipfel, das ist da, wo dieses Übermonster, wo ich schon viel rumgeangelt habe. Zumindest in diesem Landbereich. Dann Sucher Sushi in den Tonglong-Steppe. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Bin mir nicht sicher. Kann sein, dass das auch der Typ ist, der an der Mauer ist. Also diese Mauer da. Und Ödniswandler Schuh in der Schreckensöde. Also die beiden kommen mir jetzt nicht so bekannt vor. Wenn ihr glaubt, dass ihr bereit seid, stellt euch diesen Meistern ihres Fachs und ihres Fachs vor allen Dingen und beweist euer Können. Questziele. Besiegt Huna von den Links. Boah, jetzt wieder 6000 XP. Und eine Tasche. Sehr schön. Danke, Herr Erkfahrzeug. Vorwärts zum Sieg. So, das Problem ist, in Pandaria sind die Haustiere stärker. Da sind sie stärker und schneller. Warte, klick mal nochmal. Wie kann ich euch helfen? Lass mal nicht mehr. Hast du noch eine Schlange für mich? Du alter Halserschneider. Ach nee, Für die Horde. Ah, für die Horde. Da, schon wieder. Guck mal hier, jetzt verkauft er schon wieder was. Das goldene Drachenfalken, Junges. Was ist mit dir los? Wann verkaufst du deine Sachen? Das Goldene habe ich noch nicht mal. Ich habe schon, aber in der Tasche bei einem anderen Charakter. Ja, nimm mal her, das nimm mal. Das Goldene, das Drachenfalken-Junges. Jetzt verkauft er mir die Dinge, die ich bei dem anderen in der Bank zu liegen habe. Die wollte ich eigentlich ja nicht haben. Warum verkauft denn der jetzt los? Voll Horn. Vor allem unter Erlernen. Möge eure Klinge niemals stumpf sein. Jawohl, Herr Wasser. Warte mal, Drachen. Ach so. Ja, ich hab ein goldenes, ein rotes und jetzt hab ich ein auf zwei davon oder was? Nee, das ist auch wieder ein anderes. Warte mal, goldenes, das ist ein blaues, ein rotes und ein Drachen und nochmal ein goldenes. Okay, ich habe zwei goldene. Wollt ihr das mal sehen? Hier. So ein bisschen dunkel hier, oder? Komm mal ins Licht. Können Sie mal kurz aus dem Licht gehen? was war noch? Huch! Aus! Nein! Ja, doch. Oh, ist das dein Ernst jetzt? Ja. Warte mal, wir machen erstmal Level-Pad raus. Level-Pad. Hä? Hab ich nicht gerade? Ach so, oh, nee. Oh, er macht das immer bei dem Modus. Macht er den alten Namen nicht weg. Level-Pad. Level-Pad. So, umbenennen in Level Pad. Boah. Level Pad. Blaues. Da steht nur blaues. Oh, echt mal. Level Pad. Haben wir es alle? So, jetzt kann ich nochmal zeigen. Ich zeige euch mal das Blaue. Blaue. Dann haben wir noch dieses Rote, hat man das jetzt so? Oder nee, blaues, das Blaue. Der ist schön hier, ne? Der sieht hübsch aus.
So eine ähnlichen Viecher fliegen ja im Silbermond rum. So, das ist ja gleich wie das. Wunderbar. Haben wir das Thema erledigt? Gut. Jo. Nicht das Vieh. Wir haben natürlich unsere Undercity-Fledermaus, ganz klar gefallen. So. Übrigens, bei der habe ich auch alles anders gemacht. Ne? Die hat jetzt, wie gesagt, die hat jetzt neues Kampfding hier unten und hat auch eine neue Rune auf ihre Waffe drauf. Ne, hier mit der Rune, das hier. Ne, hat jetzt eine neue Rune drauf. Aber jetzt war ich jetzt anders, ich bin ja jetzt was anderes. Also ich war ja vorher Ditte und jetzt bin ich Ditte, verstehst du? Ich bin jetzt unheilig und ich war vorher Blut gewesen. Ja, das meine ich damit. Also ich habe alle meine Charaktere jetzt, diese neue Werte hier, die beste, also was man jetzt im Moment spielen sollte, habe das erstmal genommen, wo man dann kicken muss, ob mir das wirklich so gefällt, aber habe das gemacht und alle Werte eingestellt, also hier diese Werte, ne, und bla und bli und blue. Ja, also dann auch das hier alles mit den Taschen hier unten, also dass man hier unten die Dinge hat. Da, das alles hier. Ja, alle haben sie die großen Taschen, alle haben so hier das richtig eingestellt, die Seite und natürlich, dass alle dabei haben, was sie so brauchen. Das war eine Schweinearbeit gewesen. So. Weil ich musste das ganze Jahr 12 Mal machen. Das war wirklich eine Belastung, muss ich mal sagen. Aber das fand ich ganz gut. Dabei habe ich festgestellt, welche Charaktere mir jetzt gerade so liegen und welche nicht so. So, und wir beenden erstmal die Aufnahme. Haben ja 22 Uhr. Kommen wir mal frisch raus aus dem Verein hier, würde ich sagen. Ja. Das Lustige ist halt bei dem Druiden hier. Warte mal, ich zeig das mal. Weil auch warum der so Spaß macht. Also ich finde, der macht schon Spaß, wenn man den spielen kann. Weil praktisch hier, ne, seine Verwandlungsfähigkeit ist halt lustig. Man kennt ihn halt so von früher. Ne? So ein früher, viele Druiden sind so rumgelaufen. Und ne, kannst halt auch... Wow, das war laut. Und kannst halt auch als Bär... Wow, das ist auch ein bisschen lahmarschig, wa? Der läuft ja richtig schwerfällig. Und kannst halt so, ne? Hast halt deine verschiedenen Gestalten mit, die du so halt so machen kannst. So. Und das macht natürlich den Druiden abwechslungsreich. Ne? Hast halt abwechslungsreiche Spielereien. Ja. Und natürlich beim Farmen. Das muss ich noch testen, in welchem Zustand man sich nicht verwandeln muss. Um zum Beispiel beim Bergbau muss man sich zurückverwandeln. Aber ich glaube beim Blumenfarmen nicht. Bin mir nicht sicher. Ja, schön, ne? Also das macht den Druiden auf jeden Fall spannend, kann man sagen. Ja. Muss man so sagen. Auf jeden Fall ist er jetzt richtig erstmal so weit eingestellt. Ich muss den natürlich noch im Kampf dann testen, ob man noch ein paar Icons hier so umschieben kann und so, was man sich, um noch eine coolere Rotation hinzubekommen. Und nicht so das, was auf der Seite vorgeschlagen haben. Aber erstmal würde ich sagen, kann man das so lassen. Ich habe es ja schon so angetestet, wie gesagt. Hat mich gewundert, hat in dieser Version hier, die ist ja praktisch jetzt Gleichgewichtsdruide. Ich war vorher weit gewesen. Was war ich denn vorher? Weiß ich jetzt ja nicht. Bei der war ich schon Gleichgewicht. Und was mich fasziniert hat, dass sie ziemlich viele Heilmöglichkeiten hat für die Gruppe. Also der hat ziemlich viele Heilmöglichkeiten für die Gruppe. Und also mit denen kann man gut in der Gruppe agieren. Also ist ein guter Gruppenkämpfer, der Gleichgewichtsdings. Mit denen kann man echt gut in der Gruppe machen. Also sehr viele Gruppensachen sind hier dabei. So. Find ich gut. Spielt sich gut. Aber wie gesagt, man sollte ein bisschen Erfahrung mit dem Druiden haben. Ansonsten bist du halt ein bisschen überfordert vielleicht oder so. Ja, also wenn man jetzt ja keine Ahnung vom WoW hat, ist der Druide vielleicht erstmal, ja, vielleicht ein bisschen anders.
Naja, ich meine, jetzt ist es sowieso nicht mehr so wichtig, weil es ist ja sowieso alles leichter geworden. Theoretisch kannst du eigentlich alles spielen. Nicht theoretisch kannst du alles spielen. So, dann hören wir es mal auf. Die anderen. Freunde der Krummel machen hier ein gutes Geschäft. Achso, was ich noch zeigen wollte, pass mal auf. Das klingt auch so lustig, musste ich mich kaputt lachen. Hier, wenn du zum Beispiel, ne? Hier, pass auf. Nicht? Mir war es, als hätte ich noch mehr Tiere gehabt. Das sind aber Haustiere. Okay, warte. Ja. So, hier. Guck mal. Das ist einfach zu lustig. Wie der Dicke da drauf sitzt, halt. Ich finde es einfach zu witzig. Aber das sieht man ja öfters, ne? Aber ich finde es halt, als ich das so sehen musste, muss ich erst mal lachen. So, der Dicke da auf dem Wolf da drauf. Pass auf. Oder ihmchen hier. Einfach zu witzig, der Dicke. Der Dicke, wie er da mit dem. Der Vogel schafft gerade so, dass er da oben bleibt. Der Vogel muss aufpassen, dass er mit dem Vogel nicht abstürzt. Warte mal. Hier, warte mal. Ja, zum Beispiel hier. Oh ja, warte mal, den hier, sag mal, aufsetzen. Ist einfach zu witzig. Das arme Vieh denkt sich, oh Scheiße, hier runter von mir. Ist einfach zu witzig. Was haben wir noch? Aber wie gesagt, das ist halt so typisch. Ja. Guck mal hier. Das ist einfach zu witzig mit dem Vieh. Ich finde es einfach, ne? Also, ich meine, ich habe das ja schon gesehen, weil ich das gestern, wo ich das getestet habe, musste ich mich halt kaputt lachen darüber. Man kennt das natürlich, aber trotzdem, wenn man das lange nicht gesehen hat, findet man das wieder lustig. So eine kleinen Viecher, ne? Hast du so eine kleinen Viecher und hast du den Dicken da drauf zu sitzen? Ist halt irgendwie witzig. Ja, ne, so ein Wolf hier. Hier. Es ist einfach zu witzig. Mensch, Killer sagt mal, alle schon eingeschlafen wieder. Piep, 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 piep. Haben wir auf dem Pferd, ist auch noch lustig. Was nimmt man für ein Pferd? Ein dünnes Pferd. Dünnes Pferd? Ein dünnes Pferd! Ein Schmalspurpferd. Ja, keine Kampfpferde jetzt. Die sind ja ein bisschen breiter, die Kampfpferde. So ein Schmal hier, so ein dünne Ding hier. So, hier. Siehst du hier? guck hier. Da muss aufpassen, dass das arme Pferdchen nicht zusammenbricht. Das. Da ist der schwerer als ein Pferd, verstehst du? Ja. Gut, habt ihr mal gesehen. Warte mal, was haben wir da noch? Ja, das sind die, ja. Gut, habt ihr mal gesehen. Ich weiß. Da erzähle ich euch nichts Neues. So. Kann ich die heilen irgendwie so? Das kann nur der Paladin, oder? Ich kann ja nicht den Leuten irgendwie was so mit auf den Weg geben oder so. Außer sie zu töten. Ich gebe dir den Tod mit. Hier hast du dich. Oh, bist du tot. So, dann gehen wir schnell raus. Ganz schnell. So, für die YouTube-Leute, wisst ihr Bescheid? Eigentlich müssten jetzt alle noch wach sein. Das ist ja nicht so lange geworden, das Video. In diesem Sinne, beende ich mal ganz schnell das Video. Und dann kicken wir mal, wie es weitergeht. Jetzt haben wir nicht
so viele geschafft, aber auf jeden Fall sind wir schön schläfrig geworden und konnten schön einschläfern. Ich wollte irgendwann noch, wir müssen diese Quest arbeiten, die da im Quest-Book da alles rumdümpeln. Ne? So, los, Aufnahme beenden. In diesem Sinne, schön mit Öl mit der Aufnahme erstmal. Wir sehen uns. Und wir haben noch echt, puh, tschüss, sag ich euch. So, los, abladen.